Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie als Vorstand der Stiftung Genshagen zur Auftaktveranstaltung unseres großen Projekts Kultur und Nachhaltigkeit, ein kreativer Austausch in Europa, begrüßen zu dürfen, mit dem wir im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft nicht nur zeigen wollen, wie sich Kunst und mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt, sondern auch über die Möglichkeiten, das kreative Potenzial und die Verantwortung von Kunst und Kultur bei dieser globalen Herausforderung sprechen. Mit der heutigen Veranstaltung und mit allen weiteren Angeboten auf unserer Webplattform bis zum Jahresende laden wir Sie zu einem europäischen interdisziplinären Austausch ein. Unsere virtuelle 3D-Galerie ermöglicht Ihnen das gemeinsame Erleben von Kunst und den Austausch darüber. Viele verschiedene Stimmen aus Deutschland, Frankreich, Polen, Großbritannien, Belgien, den Niederlanden und weiteren Ländern werden in den nächsten Wochen zu hören sein. Aus der Wissenschaft, der Literatur, der Philosophie, den Künsten, dem Theater, Film und vielen anderen. Der Auftakt heute ist eine Diskussion und daran anschließend die Vorführung des frisch für die heutige Veranstaltung erstellten Films des Theaters des Anthropozän, Requiem für einen Wald. Unser europäisches Panel wird moderiert von Dr. Tanja Busse, Wissenschaftsjournalistin und Autorin, und darüber freue ich mich sehr. Ich freue mich überhaupt über das ganze Panel sehr. Möglich gemacht haben diese Veranstaltung und unsere Webplattform sehr viele Beteiligte vor und hinter den Kulissen, denen ich allen schon jetzt sehr herzlich danke, insbesondere meiner Kollegin Magdalena Niger. Danken möchte ich auch allen Partnern und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, die dieses Projekt im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft fördert. Einen vergnüglichen, interessanten Nachmittag wünsche ich und übergebe nun das Wort an Frau Professor Kunst, Präsidentin der Humboldt-Universität und eine der Initiatorinnen des Theaters des Anthropozän. Frau Professor Kunst, bitte. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Eder. Sehr geehrte Frau Eder, sehr geehrter Herr Malinowski, lieber Herr Schneider, lieber Herr Radatz, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen und sehr geehrte Kulturschaffende. Ich freue mich sehr, dass bei einer Tagung, die Kultur und Nachhaltigkeit im Titel trägt, das Theater des Anthropozäns zu einem Gastspiel eingeladen wurde. Es ist vielleicht ein bisschen eine Bestätigung auch für unsere Bemühungen an der Humboldt-Universität zu Berlin. Dieses Theater ist eine Bühne humboldtscher Prägung, bei welcher sich Kunst, Wissenschaft und gesellschaftliches Engagement performativ und künstlerisch miteinander verbinden. Diese Idee zu dem Projekt ist entstanden aus vielen Diskussionen, an denen auch Herr Schneider im Rahmen des Alexander von Humboldt-Jahres im weitesten mit beteiligt gewesen ist und im Diskurs mit unserer hochgeschätzten Kollegin Frau Professor Antje Boetius, der Direktorin des Alfred-Wegener-Institutes, und in Gesprächen mit Frank Radatz, der ja heute auch hier beteiligt ist und das Theater des Anthropozäns vertritt. Dieses Projekt wird jetzt in der Pilotphase an der Humboldt-Universität umgesetzt. Und wir sind dabei und hoffen auch vielleicht aus dieser Veranstaltung Ideen mitzunehmen, wie wir es noch mehr in den Bereich auch der Kulturschaffenden hineinentwickeln sollten. Lassen Sie mich aber zu Beginn ein wenig ausholen und Ihnen erläutern, wie es zu dieser Zusammenarbeit kam und warum das Theater des Anthropozäns auch ein wichtiger Baustein für die aktuellen Entwicklungen heute an unserer Universität ist. Nachhaltigkeit hat für die Humboldt-Universität seit jeher eine besondere Bedeutung gehabt, wenn man nochmal unsere Namensgeber anfragt, die Namensgeber unserer Alma Mater, von denen Alexander von Humboldt einer der bedeutendsten Naturwissenschaftler seiner Zeit gewesen ist und auf ihn tatsächlich zurückgeht, dass Interdisziplinarität ein wesentliches Element ist, auch für Erkenntnis im Bereich der
Naturbeschreibung und der Zusammenhänge in der Natur. So beschrieb er den Zusammenhang zwischen Klimaentwicklung und der Entwicklung großer Gas- und Dampfmassen damals in den Industriezentren und das 1844, gut 175 Jahre bevor mit Fridays for Future eine junge Bewegung weltweit den Klimawandel auf die Straßen brachte. Und eine wesentliche Erkenntnis und die meist zitierte, die man immer mit Alexander von Humboldt assoziiert, ist kurz gefasst, dass viele Dinge in den Naturwissenschaften miteinander verbunden sind und dass erst aus der Gesamterkenntnis dann wirklich auch Verständnis der Natur entstehen kann. Also das Zitat ist, dass alles mit allem zusammenhängt. Und für ein Verstehen der Natur braucht es daher Erkenntnisse und Fakten vieler Wissenschaften, von der Geographie bis hin zur Ethnologie. Nur ein intaktes Band zwischen Mensch und Natur kann die Basis auch sein, um tatsächlich Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit zu entwickeln und auch systematisch Schritte zu kreieren, wie aus Wissen und Erfahrung in Kombination mit Empathie und Emotion das entsteht, was wir in einer Zukunft und auch heute wieder neu machen müssen. Von Humboldt goss seine Erkenntnisse in eine poetische, emotionenweckende Sprache. Naturgemälde und Naturbeschreibung sollten anschaulich sein und den Lesern seiner wissenschaftlichen Werke nicht nur Erkenntnis vermitteln, sondern es war Absicht, sie auch emotional zu berühren, sodass er auch ein großer Geschichtenerzähler gewesen ist und damit eine Wirkung wie kaum ein anderer Wissenschaftler seiner Zeit erreichte. Ähnlich ging er bei seinen legendären Kosmos-Vorlesungen vor, die im Herzen Berlins, also im heutigen Gorki-Theater, stattfanden. Es war also ein besonderes Ereignis, sowas wie ein Run der gesamten Bevölkerung Berlins fand statt, sodass das ein vollgepackter Saal gewesen ist mit, wenn Sie so wollen, Talk-Formaten, in denen auch die Kosmos-Vorlesungen empfunden wurden oder als die Kosmos-Vorlesungen empfunden wurden. Was das Entscheidende für Humboldt war, dass sie in ihrem Vorgehen jenseits der Gelehrtensalons auch andere Gruppen der Bevölkerung erreichen wollten und sich in öffentliche Debatten einmischten und Positionen zu politischen Fragen ganz klar formulierten. Und letztendlich auf diesem Credo, übersetzt in das Hier und Jetzt, machen wir weiter. Und es hat tatsächlich etwas mit dem Heute zu tun, denn wir erleben derzeit eine Krise der westlichen Demokratien oder des westlichen Demokratiemodells und zugleich eine existenzielle Bedrohung unserer Lebensgrundlagen. Dabei sind Ausmaß und Geschwindigkeit dieser krisenhaften Entwicklung sich dem Maßstab unserer eigenen historischen Erfahrung entzogen, sodass man jetzt sehr, wir alle überrascht sind, wie schnell tatsächlich auch die Krise in der Natur sich fortentwickelt. Beeindruckend war jetzt die Ankunft der Polarstern in Bremerhaven, die mit den ersten Ergebnissen auch zu den Exkursionen am Polarkreis zurückkamen und dabei ganz evident war, dass tatsächlich die Welt, die wir kennen, mit Eis und Schnee in wenigen Jahrzehnten wahrscheinlich nicht mehr existieren wird. Das nur als ein Beispiel, aber auch Waldbrände in unbekanntem Ausmaß zerstören ganze Regionen. Im Winter sind 15 Grad, im Norden keine Seltenheit. Die Erde dampft und der Monsun nimmt an Stärke und Dauer zu, mit ganz drastischen Konsequenzen auch für Menschen auf den verschiedenen Kontinenten. Die wissenschaftlich fundierten Warnungen zur Klimakrise wurden Jahrzehnte ignoriert. Anders, und das ist tatsächlich etwas, was wir auch für eine politische Diskussion im Blick haben sollten, ist mit dem Beginn der Corona-Epidemie ein Wandel zu spüren, denn die Bedeutung evidenzbasierter Entscheidungen in Politik und dem täglichen Leben ist sichtbar geworden. Und man kann, glaube ich, auch ganz aktuell anmerken, dass das Vertrauen in Wissenschaft deutlich gestiegen ist, jetzt aktuell.
Wissenschaft und Forschung sind zentral für Problemlösungen. Das erleben wir jeden Tag. Wichtig ist aber auch, dass wir alle lernen müssen, zu vermitteln, wie Wissenschaft funktioniert. Dies werden wir in der Zukunft noch kreativer und in Variationsbreite erproben müssen. Denn zusammen mit unserer Aufgabe, die Gesellschaft, unsere Forschungsergebnisse in Gestalt belastbarer Daten und verlässlicher Informationen zur Verfügung zu stellen, ist auch die Übersetzung nochmal eine eigene wissenschaftliche Leistung, die auf der Basisarbeit aufsetzt. Und wenn wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler etwas bewegen wollen, müssen wir neue Wege beschreiten. Längst wünschen sich Bürgerinnen und Bürger mehr Engagement der wissenschaftlichen Institutionen, auch in außerakademischen Diskursen. Und das bedeutet auch eine verstärkte Einbindung verschiedener Akteure in den Wissenschaftsprozess selbst. Insbesondere bei Themen mit hoher gesellschaftlicher Relevanz, beispielsweise dem Anthropozän mit seinen Facetten wie Klimawandel, Artensterben und dem Umgang mit natürlichen Ressourcen. Künstler und Künstlerinnen, Praktikerinnen und Zivilgesellschaft müssen an der Diskussion und Lösungsfindung ebenso teilhaben wie Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und die Sphäre der Politik. Im vergangenen Jahr zu den Feierlichkeiten des Alexander-von-Humboldt-Jubiläums wurde klar, dass es neuer Wege bedarf, um die Zusammenhänge unserer Ökosysteme zu verstehen. Und das Humboldtsche Thema Bande zwischen Mensch und Natur wurde an der Humboldt-Universität durch Lesungen, Performances und auch unter anderem Konzerte neu vermittelt und auch anders und vielfältig mit einer breiten Stimme auch durch NGOs diskutiert. Da will ich aber jetzt keine Eulen nach Athen tragen, weil Herr Schneider darüber umfänglich Auskunft geben kann. Die Interaktion zwischen Wissenschaft und Kunst ermöglicht dabei ganz neue Zugänge. Gemeinsam eroberten wir ungewohnte Räume und erschlossen auch neue Zielgruppen. Diese Interaktion stellte sich sowohl für die Kunst als auch für die Wissenschaft als produktiv und inspirierend heraus. Dabei profitieren wir seitens der Wissenschaft von einem anderen Weg und Zugang zu den Zuschauern, sodass daraus auch unser Interesse und Engagement für das Theater des Anthropozäns rührt und wir damit eine Öffnung hin zur Gesellschaft auf diese Weise erproben. All dies ist Teil eines gesamtuniversitären Strategieprozesses, den wir mit dem Namen Open Humboldt beschreiben und dabei ganz verschiedene Dinge ausprobieren, um einen intensiveren Dialog zwischen Universität und Gesellschaft und zwischen Wissenschaft, Kultur und Kunst zu elaborieren und damit zu experimentieren. Diese multilateralen Dialoge wollen wir mit einer Vielzahl von großen Projekten stärken und fördern. Dabei stehen neue Wissenschafts- und Kulturprojekte, wie zum Beispiel auch die Entwicklung eines Wissenschaftscampus für Natur und Gesellschaft, gemeinsam mit dem Museum für Naturkunde. Unsere Ausstellungsflächen und unsere Tätigkeit als institutioneller Partner im Humboldt-Forum. Wir haben im ersten Stock eine Ausstellungsfläche mit dem Humboldt-Labor und Dinge wie Theater des Anthropozäns im Vordergrund. Sie stehen für eine Universität, die sich zur Aufgabe wieder und neu macht, sich mit gesellschaftlichen und kulturellen Themen auseinanderzusetzen und sich einer Variationsbreite von Akteuren explizit zu öffnen. Diese Projekte leisten einen wichtigen, qualitativen neuen Beitrag zu dem Feld von der sogenannten Third Mission von Universitäten, welche langfristig die Kernbereiche und die Felder von Brot und Butter von Universitäten mit erweitern werden und auch Forschung und Lehre durchdringen sollen.
Wir machen das nicht alleine als Humboldt-Universität, sondern haben auch im Rahmen unserer Exzellenzförderung und unserer Bewerbung für die Exzellenzstrategie zusammen mit den anderen Berliner Institutionen uns verbunden zur Berlin University Alliance, dem Exzellenzverbund von der Berliner Universitäten und der Charité. Und eins der Zielstellungen, die wir verfolgen, eins der Objectives, welches wir ausbuchstabieren, ist Wissenschaftskommunikation und Wissenstransfer verbunden mit der Entwicklung neuer Forschungsfragen. Zusammen mit unseren Partnerinnen werden wir diesen Bereich weiter ausbauen. Dabei ist für uns als Humboldt-Universität ein besonderer Schwerpunkt in der Interaktion zwischen Kunst und Kultur, da wir hier in der Mitte Berlins einen exklusiven Zugang gerade auch zu Institutionen der Kultur haben. Abschließend möchte ich mein Eingangsstatement mit einem Zitat von Alexander von Humboldt, der gesagt hat, es ist nicht genug zu klagen, sondern man muss arbeiten, den Klagen abzuhelfen. Und wir würden das heute so übersetzen, dass das Rumgemeckere über das Schlimme in der Welt nicht hilft, sondern wir uns erproben müssen, ins Handeln zu kommen, sodass die Humboldt-Universität bereits in vielen Initiativen aktiv ist, auch mit dem Theater des Anthropozäns und diese einzigartige Interaktion von Kunst und Wissenschaft sehr schätzt. Nun wünsche ich Ihnen aber eine produktive Diskussion und eine inspirierende Performance des Theaters des Anthropozäns. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Professor Kunz. Ich freue mich sehr, dass ich heute moderieren darf. Ich habe 2 Jahre über das Artensterben, über Biodiversität recherchiert und habe mich so gefreut, dass Sie als Humboldt-Universität genau das Thema aufgenommen haben in Verbindung mit Klimawandel, um zu sagen, wir tragen es hinaus in die Stadt, alle sollen davon hören. Ich bin als Moderatorin ganz viel unterwegs auf Nachhaltigkeitskonferenzen. Gerade komme ich von der ISDN-Konferenz, das ist das Europäische Netzwerk der Nachhaltigkeitspolitiker und Verwaltungsmenschen. Und auf diesen Konferenzen sind fast immer Politiker im Gespräch mit Wissenschaftlern. Und die Sphäre der Kunst und Kultur, die wird dort ganz selten eingebunden. Und vor der Konferenz gab es ein Jugendcamp. Das Ministerium für Umwelt hatte Jugendliche eingeladen. Die haben gesagt, wir wollen eine Nachhaltigkeitskultur und wir wollen wissen, wie wir alle diese Themen, mit denen wir uns beschäftigen, einbinden können, sodass wir alle erreichen, nicht nur die sowieso an der Universität sind oder im Ministerium sitzen. Und ja, ich glaube, dass diese Veranstaltung heute ein ganz wunderbarer Auftakt ist, das zu erreichen. Denn das Thema Nachhaltigkeit hat ja eben nicht nur mit wissenschaftlicher Umsetzung in politische Gesetze zu tun, sondern ganz besonders auch damit, unsere Wahrnehmung, unsere Sicht auf die Welt, unsere Sicht auf uns in der Welt zu tun. Und dazu brauchen wir Künstler und Kulturschaffende natürlich. Ja, deshalb bin ich so gespannt auf die Diskussion jetzt. Und wir haben ein ganz tolles Panel, bei dem ist zu Gast aus Polen der Direktor des Instituts für Geophysik an der Universität Warschau. Er hat die preisgekrönte Webseite Nauka o Klimacie gegründet, Klimawissenschaft. Er ist auch in der Polnischen Akademie der Wissenschaften, da ist er Vorsitzender des Beirats zur Klimakrise. Und er ist einer der Wissenschaftler, die sagen, es reicht nicht, dass ich meine wissenschaftlichen Ergebnisse der Politik auf den Tisch lege, sondern wir Wissenschaftler, wir müssen uns einsetzen in die Diskussion, wir müssen uns dafür stark machen, dass das, was wir herausfinden, dass das in die Welt getragen wird. Und das hat er schon getan. Er ist nämlich der Hauptdarsteller eines ganz großartigen Dokumentarfilms und der heißt It's Okay to Panic. Und der ist im Internet zu finden mit deutschen Untertiteln. Aber bevor Sie jetzt dorthin gehen, können Sie ihn heute live erleben. Begrüßen Sie mit virtuellem Applaus Professor Szymon Malinowski. Dzień dobry.
Ich höre es jetzt. Thank you very much for an invitation and it's a big pleasure. Vielen Dank für die Einladung. Es ist eine große Freude für mich, dass ich heute dabei sein kann und dass ich auch das Theater des Anthropozän kennenlerne und die ganzen Aktivitäten. Und ich hoffe, dass wir noch mehr über die Interaktion zwischen Kultur und Wissenschaft sprechen werden, denn die Art, wie wir unser Wissen vermitteln und die Art, wie dieses Wissen bei den Menschen aufgenommen werden kann, ist unheimlich wichtig in dieser krisenhaften Zeit, die unser gesamter Planet erlebt. So, das war eine ganz kurze Begrüßung von meiner Seite. Ganz viele wunderbare Verwobenheiten zwischen Ihren jeweiligen Erfahrungen in dieser Übersetzung von Wissenschaft in die Gesellschaft erfahren. Und zwar auch mit einem Kollegen aus der Klimaforschung, der ist Physiker und Geograf. Er stammt aus einer Familie von Bergsteigern und hat gesagt, ich will irgendwas studieren, dass ich ganz viel draußen sein kann. Und ich vermute, inzwischen sitzen Sie doch mehr am Schreibtisch, als Sie wollten, als Professor für Klimageografie, als jemand, der Gletscher erforscht und als jemand, der beobachtet, dass Politik viel zu langsam auf die Klimakrise reagiert und der sich deshalb eben auch einmischt, auch außerhalb der Universität. Begrüßen Sie mit Applaus durch den virtuellen Äther Professor Christoph Schneider von der Humboldt-Uni. Herzlich willkommen, Herr Schneider. Ja, schönen Tag, Frau Wusste. Vielen Dank für die Einladung zu diesem wunderbaren Gespräch. Ich hoffe, dass es wunderbar wird. Ich hatte ja schon das Vergnügen, mit dem Herrn Radatz zusammenzuarbeiten und so eine Nebenrolle, Statistenrolle im Theater des Anthropozäns spielen zu dürfen. Sozusagen ein Nebenjob für mich als Wissenschaftler. Das hat große Freude gemacht am Anfang des akademischen Jahres 2020, noch bevor Covid-19 über uns hereingebrochen ist. Und auch jetzt eben die Zusammenarbeit, die jetzt zu diesem Film geführt hat, den Herr Radatz orchestriert hat. Und ich glaube, noch schöner als das theoretische Diskutieren heute über diese Dinge ist tatsächlich das Mitmachen beim Theater des Anthropozäns. Nicht, dass Sie mir jetzt weglaufen aus der Diskussion, weil Sie irgendwas verfilmen wollen. Ich glaube, wir diskutieren weiter und daraus kann ja vielleicht noch eine wunderbare Filmidee entstehen. Jetzt möchte ich Ihnen aber den schon oft erwähnten dritten Diskutanten vorstellen. Er ist Publizist, er ist Dramaturg, aber ganz viel im Austausch mit Wissenschaftlern aller Fachrichtungen von Klima zu Meeresforschung, aber er hat sein berufliches Leben vor allem auf Theaterbühnen verbracht, die jetzt gerade wegen Corona schon fast wieder geschlossen sind. Er hat mit Heiner Müller zusammengearbeitet, mit Frank Castorf, mit der Gottschef und mit vielen anderen großen Regisseuren. Er schreibt für Lettres International, er unterrichtet an der Humboldt-Universität, auch in Greifswald und er ist, Sie haben es schon gehört, Initiator dieser wunderbaren Idee des Theaters des Anthropozän, zusammen mit Frau Professor Kunst und Antje Boetius, der Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts. Und da treibt er die Idee voran, Kunst und Wissenschaft und die Zivilgesellschaft zusammenzubringen, um diese Krise des Anthropozän irgendwie zu bewältigen. Zwar ganz im Geist von Alexander von Humboldt, der nicht nur messen wollte, sondern verstehen und fühlen. Und das Theater des Anthropozän sollte in diesem Jahr so richtig loslegen auf den Theaterbühnen. Und dann kam Corona und es gab, glaube ich, eine Aufführung des Requiem für einen Wald im Tieranatomischen Theater der Humboldt-Universität. Dann wurde es geschlossen und jetzt ist das ganze Theater in den Film quasi gezogen. Und seitdem gibt es viele Videos und das wird weitergearbeitet an diesem Theater. Ganz herzlich willkommen, Dr. Frank Radatz. Toll, dass Sie dabei sind. Ja, vielen Dank. Freue mich sehr, dass das so stattfindet, dass wir heute diesen Film mit Publikum sehen können. Ganz toll. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Zufällig wird es so sein, dass wir diese Woche noch mit unserem Theater in Halle beim Festival Silbersalz gastieren. Aber natürlich sind diese Präsenzaufführungsmomente im Augenblick rar gesät. Ja. Vielen Dank, Herr Radatz. Und eigentlich wären wir jetzt ja alle in diesem wunderschönen Schloss in der Stiftung Genshagen und dann könnten wir mit Ihnen, die Sie jetzt vor Ihren Bildschirmen sitzen, auch wunderbar diskutieren. Das klappt jetzt nicht ganz, weil viele Kilometer zwischen uns liegen und viele Stromkabel. Aber wir laden Sie trotzdem ein, sich einzumischen. Und zwar laden wir Sie ein, dass Sie uns über Chat Ihre Fragen schicken und Magdalena Nijau aus der Stiftung wird die überreichen, vorstellen,
die Fragen oder wir versuchen sie in die Diskussion einzubringen. Also bitte schreiben Sie uns, wenn Sie uns schon nicht mit uns wirklich in lebendig und in echt reden können. Herr Radatz, ich würde gerne mit Ihnen anfangen und Ihrer Idee des Theater des Anthropozän. Warum, wo ja alle Wissenschaftler und vielleicht auch einige oder einige Kulturschaffende sich mit dem Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel, reagieren auf die Krise beschäftigen, warum braucht es dieses Theater des Anthropozän, damit Sie zusammenarbeiten? Was war da Ihre Idee? Ja, ich würde das von meiner Seite aus so beschreiben. Also ich hatte mich schon länger mit Nachhaltigkeit und Theater beschäftigt. 2007 mal eine Aufführung gemacht auf dem Weltkulturerbe Zollverein und habe nur so registriert, dass dieses Thema eigentlich im Bereich des Theaters so gut wie gar nicht vorkommt. Mit dem Begriff des Anthropozän kriegt das Ganze nochmal eine andere Dimension. Das Anthropozän wissen wir ja nur, dass wir im Anthropozän leben, weil es Wissenschaften gibt, weil die feststellen können, dass die Pole schmelzen, Satelliten, wissenschaftliche Untersuchungen sind eigentlich Voraussetzung. Und das kann man nicht auf einer Ebene von Ich und die Natur handhaben oder wie so viele performative Projekte so aussehen. Und deswegen, als wir dann mit Antje Boetius und Frau Professor Kunz darüber ins Gespräch kamen, ist das auch eine große Chance, obwohl auch völliges Neuland für Theater, weil auf einmal stellt sich ja die Frage, wie kann Theater und Wissenschaft zusammenarbeiten, ohne dass das Theater dabei jetzt so eine Art pädagogisches Instrument nur wird, sondern auch selber was beisteuern kann in diesem Prozess. Und so das, oder sagen wir mal, auch dieses Neuland des Anthropozäns von zwei Seiten aus dann zu erkunden, finde ich, ist eine große Herausforderung, wo man unterschiedliche Formen vielleicht auch entwickeln muss. Die Germanistin Eva Horn hat in ihrer sehr guten Einführung zum Anthropozän beschrieben, dass es eigentlich nicht nur darum gehen kann, ökologische Themen zu setzen, sondern auch in der Kunst wieder zu reflektieren, was für Formen sind eigentlich angemessen, was muss man entwickeln, um auf der Höhe dieses neuen Zeitalters ästhetisch zu agieren. Wie erklären Sie sich, dass das so spät losgeht? Denn es ist ja schon eine Weile her, dass die Wissenschaft diesen Begriff Anthropozän diskutiert hat, aufgenommen hat. Und jetzt kommen Sie und sagen, hey, Theaterleute, ihr müsst euch auch drum kümmern. Dabei ist ja Anthropozän die Vorstellung, dass wir Menschen so viel Einfluss auf die Erde haben, dass sich alle geologischen Abläufe verändern und es ablesbar sein wird, was wir machen, bis hin zur Möglichkeit des kompletten Untergangs des Lebens, wie wir es kennen. Frau Kunz hat es ja eben so eindringlich beschrieben, es ist bald Schluss mit Schnee und Eis. Warum ist das Theater denn so spät dazu gekommen, das Thema aufzunehmen? Ja, also natürlich auch so eine Schlüsselfrage eigentlich. Theater funktioniert ja ganz einfach. Das heißt, Probleme, Konflikte zwischen Menschen werden von Menschen dargestellt und alles wird durch Menschen, ist durch Menschen darstellbar und auch letztendlich durch Menschen lösbar. Und auf einmal steht das Theater vor dem Problem, dass es jetzt nicht so wie die Antike beantworten kann, indem es sagt, okay, da ist eine Naturmacht, da setzen wir mal einen Gott hin und der spricht jetzt im Namen des Meeres, Herr Poseidon oder wer auch immer, sondern muss praktisch über dieses soziale Feld der Gesellschaft hinausgehen, um Mächte, Kräfte in den Blick zu nehmen und sich artikulieren zu lassen, die wir sozusagen nicht mit Menschen gleichsetzen können. Und da, glaube ich, muss eine neue Definition des sozialen Feldes stattfinden, wenn man das so sagen darf, dass wir eben zum Beispiel, das wäre jetzt Ihr Thema, auch Tiere als Teil unserer sozialen Existenz begreifen und mit denen in einen gesellschaftlichen Verkehr treten, ob das jetzt durch Rechtsdefinitionen ist und durch anderes. Aber wir müssen raus aus dieser anthropozentrischen Welt, dass der Mensch glaubt, er ist mit sich alleine und der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und da hat besonders das Theater jetzt erstmal ein bisschen schwer dran zu verdauen, dass es sich von Traditionen lösen muss oder die eigenen Traditionen vielleicht in einem neuen Licht zu perspektivieren. Das heißt, Sie streben eigentlich eine Revolution des Theaters an, so wie Sie es gerade beschrieben haben.
bin ich mal gespannt, wie wir da gleich vielleicht weiter dran arbeiten. Professor Malinowski, Sie sind von Wissenschaftler, international aktiv als Klimaforscher, ja eigentlich zu einem Aktivisten geworden. Sie sind Hauptdarsteller geworden eines Filmes. It's Okay to Panic heißt er. Der ist sehr, sehr, ich empfehle sehr, das anzuschauen, weil es so eindringlich ist, wie Sie berichten und auch wie wir den Umgang, dieses Leugnen der Klimakrise erledigen. Können Sie ein bisschen Ihre Rolle, Ihre Sicht auf die Wissenschaft, auf die Verantwortung der Wissenschaft beleuchten? Wissen Sie, die Geschichte ist so. Ich arbeite ja in Clouds. Und da war ich also so ein bisschen losgelöst vom realen Leben. Was besonders wichtig ist, und ich glaube, das hat auch damit zu tun, was Herr Dr. Radatz sagte, ist, dass Kultur mittlerweile von Natur entkoppelt ist. Und zwar sowohl die Kultur im weiteren Sinne, also alle menschlichen Aktivitäten, oder auch die Kultur im engeren Sinne, ein Teil davon ist ja das Theater. Wir müssen eine Verbindung finden oder Verbindungen finden, wie wir menschliche Systeme mit natürlichen Systemen wieder verbinden können. Die Kultur, die aus natürlichen Systemen heraus entstanden ist, dort, wo Menschen also die Natur bearbeitet haben, das bedeutet, dass die Natur einfach nur genutzt wird, um das Leben des Menschen zu verbessern. An einem bestimmten Punkt war es aber so, dass Kultur und Mensch auf einem Level angekommen sind, wo wir nicht mehr so weitermachen können, weil wir an die Grenzen stoßen, die unser Planet uns vorgibt. Ich glaube, es ist unsere gemeinsame Verantwortung, die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu kommunizieren und das Anthropozän in Zahlen darzustellen und auch in Ursachen und Wirkungen darzustellen. So können wir den Menschen nahebringen, was die Ursachen und Wirkungen dessen sind, was sie tun. Dass das, was wir tun, also starke Auswirkungen auf die Natur hat und dass die Natur sich wiederum sehr stark auf den Menschen auswirken wird. Und das kann bis hin zu existenziellen Bedrohungen gehen. Das ist natürlich nicht leicht, wenn man in einem Labor sitzt oder wenn ich im Flugzeug sitze und wenn ich Temperaturmessungen durchführe, um zu verstehen, wie sich Wolken bilden und wie Regen entsteht, dann ist es sehr schwierig, diese sehr spezifischen wissenschaftlichen Aktivitäten so zu kommunizieren, dass sie verständlich werden. Frau Professor Kunst sagte ja auch, dass man mit den Menschen kommunizieren muss. Und ich glaube auch, dass die Kunst hier sehr viele Möglichkeiten hat, um uns in dieser Kommunikation zu helfen. Ich glaube, es geht gar nicht um Lehre oder Unterricht. Ich glaube, es geht darum, uns zu sensibilisieren für das Problem. Wir verstehen das Problem aber nicht, weil wir davon entkoppelt sind. Wissenschaftlichen Befunde ist für Menschen, die die Dringlichkeit sonst nicht verstehen? Oder muss sich die Kunst, so wie Herr Radatz das vorgeschlagen hat, eigentlich nochmal verändern, weil eben das Theater früher um die Beziehung der Menschen untereinander in der menschlichen Sphäre war und jetzt geht es darum, uns ganz anders in dieser Welt zu verstehen, also in einer Umwelt, die nicht mehr Natur und Kultur auseinanderreißt, entkoppelt, sondern zusammendenkt? Wie blicken Sie da auf die Kunst und Kultur? Ich glaube, Sprachrohr ist wahrscheinlich ein falsches Bild. Ich glaube, es geht eher um eine Übersetzung oder eine Interpretation. Wir haben die Wissenschaft, wir haben Zahlen, physikalische Gesetze, aber es ist sehr schwierig, das Ganze zu übersetzen in menschliche Gefühle und in ein Verständnis darüber, was passiert. Wir brauchen hier einen persönlicheren Ansatz.
Wissenschaftler versuchen das zu wenig und sind auch nicht darauf vorbereitet, solche Dinge zu machen. Da brauchen wir die Unterstützung von Seiten der Kunst, vom Theater, von Menschen aus der Musik. Auf der anderen Seite muss aber diese Unterstützung auch auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen stattfinden. Wir müssen Hintergründe erklären und wir müssen Messages vermitteln. Und manchmal ist das irreführend, wenn die Kunst das macht. Deswegen sollten wir eng zusammenarbeiten, um die richtigen Messages rüberzubringen. Danke. Ich bin ganz gespannt, wie Herr Schneider das sieht, als jemand, der auch zu den Wissenschaftlern gehört, genau wie Professor Malinowski, die sagen, wir müssen die Tür zu unseren Laboren und Forschungsfeldern aufreißen und darüber reden. Und Sie haben das Glück, dass Sie an einer Uni lehren, an der Humboldt-Uni, wo die Präsidentin sagt, genau, wir sind jetzt hier Open Humboldt, wir gehen im Sinne von Humboldt nach draußen und erklären. Wie ist Ihre Erfahrung damit, mit der Rolle des Wissenschaftlers, der ja ursprünglich kein Kommunikator war, auch jemand, der nicht unbedingt auf der Theaterbühne zu sehen war. Wie beschreiben Sie Ihre Veränderung der Wahrnehmung, der Rolle der Wissenschaft? Also ganz sicher muss die Wissenschaft das, was sie sich erarbeitet hat, kommunizieren und versuchen, MitstreiterInnen zu finden, um den Transformationsprozess mitzugestalten. Das ist aber nicht eine Sache, die die Wissenschaft alleine tun soll oder muss, sondern es ist im Grunde ja ein gesamtgesellschaftlicher Prozess. Es ist ein globaler Prozess über verschiedene Gesellschaften hinweg, weil wir befinden uns in einem Jahrhundert, das diese sozial-ökologische Transformation braucht, um die Zivilisation in die nächste Zeit zu bringen, damit wir nicht über unsere ökologischen Grenzen hinausleben und damit wir auch die sozialen Grenzen unseres Zusammenseins nicht sprengen. Denn der soziale Zusammenhalt kommt unter Druck, wenn die ökologischen Randbedingungen uns nicht mehr die Möglichkeit ergeben, genügend ökonomische, also wirtschaftliche Ressourcen für unsere Zivilisation darzustellen. Wenn wir jetzt mit der Kunst gemeinsame Sache machen wollen, dann müssen wir, glaube ich, sehr darauf achten, dass die Kunst nicht instrumentalisiert wird für das Transportieren von wissenschaftlicher Erkenntnis. Das führt fast immer zu zweitklassigen künstlerischen Produkten. Bei der Sezession in Wien, da steht dieser schöne Satz, der Kunst ihre Freiheit und der Freiheit ihre Kunst. Die Kunst muss ganz eigenständig im Anthropozän unterwegs sein, mit ihrer eigenen Perspektive. Genauso wie die Philosophie ihre eigene Perspektive einnehmen muss zum Anthropozän hin. Und geoökologische Forschung, geophysikalische Forschung, klimatologische Forschung nimmt ihre Perspektive ein. Dann mögen sich diese Perspektiven ergänzen. Wir lernen voneinander. Wir werden die Dinge miteinander verknüpfen können. Aber wir können hier nicht ein Primat des einen über das andere postulieren. Ich habe immer versucht, das, was ich erforscht habe, zu kommunizieren. Das ging bei meinen Forschungsthemen immer recht gut, weil die Leute sich für exotische Gegenden mit Schnee und Eis interessieren. Interessieren sich für Eisbären und Pinguine. Und damit kann man Schulklassen erreichen und aber auch den Rotary Club oder ein Managerseminar einer großen Energiefirma bespielen. Und das ist natürlich extrem wichtig für uns WissenschaftlerInnen, dass wir lernen, unsere Erkenntnisse zu kommunizieren. Denn nur so können diese Erkenntnisse in Gesellschaft und damit in politische Prozesse und am Ende des Tages auch in Veränderungen münden. Und an der Stelle ist es für mich eher so, dass ich finde, Kunst und Wissenschaft können den Schulterschluss nicht nur wagen, sondern sind sozusagen aufgefordert, den zu suchen, aber nicht in dem Sinne, dass die Kultur oder die Kunst der Wissenschaft etwas zu sagen hätte oder die Wissenschaft der Kultur oder der Kunst etwas zu sagen hätte, sondern dass es ein gemeinsames Weitergehen und Lernen auf Augenhöhe miteinander sein sollte.
Ich glaube, das ist vielleicht ein erste Take-Home-Message, wie es so schön heißt, heute für den Tag, dass beide Sphären sich mit dieser existenziellen neuen menschlichen Bedrohung auseinandersetzen, miteinander arbeiten müssen, aber nicht die eine der anderen dient. Ich glaube, so gehen Sie alle an diese große Vermittlung ran. Bevor wir weiter diskutieren werden, wie diese Zusammenarbeit aussehen könnte, wie man damit mehr Menschen erreichen könnte, vor allen Dingen auch die Politik, würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und die Frage nach der Verantwortung stellen. Also Sie haben in vielen Interviews gesagt, Herr Schneider, die Politik reagiert viel zu langsam. Die Erkenntnisse der Wissenschaft, die auch kommuniziert worden sind seit im Grunde 30 Jahren, sind diese Gefahren bekannt. Wir haben zu langsam reagiert. Die Verantwortung für die dramatische Situation, in der wir jetzt sind, hätte die Wissenschaft anders reagieren können? Gibt es da eine Verantwortung zu suchen? Und gleich auch an Herrn Radatz und auch an Herrn Szymanowski die Frage, Herr Malinowski, Entschuldigung, die Frage nach der Verantwortung der Kunst, die eben vielleicht zu spät reagiert hat. Herr Schneider, wie sehen Sie das? Kann man da Verantwortung suchen? Hätte man es anders machen können? Also, dass zum Beispiel das Kohlendioxidmolekül eine Treibhauswirkung hat, weiß man seit 1824 durch den Versuch von Jean-Baptiste Fourier und weiß seit John Tyndall in den 60er, 70er Jahren des 19. Jahrhunderts, dass das in der Atmosphäre eine Treibhauswirkung hat. Seit Svante von Arrhenius 1896 wissen wir, dass die Verdopplung des CO2-Anteils in der Atmosphäre, wo wir gerade munter ja auf dem Weg dazu sind, entsprechende Temperaturerhöhungen nach sich zieht. 1941 oder 1942 hat es der Meteorologe Hermann Flohn in seiner Antrittsvorlesung an der Uni Würzburg sehr klar formuliert, dass wir in diese beiden Themen hineinlaufen, nämlich Luftverschmutzung und Klimaerwärmung. Seit 1968 ungefähr wissen wir das aus Modellen. Seit 1972 gibt es die Limits to Growth vom Club of Rome. Und seit den 90er Jahren werden die IPCC-Berichte. Ich wüsste nicht, wo die Verantwortung der Wissenschaft liegt, das nicht jetzt schon seit 100 Jahren in Politik umzumünzen. Also was soll man denn noch mehr machen, außer publizieren, Studierendengeneration unterrichten? Ich meine, ich mache das seit über 25 Jahren. Schon als ich studiert habe in den 80er Jahren, haben wir darüber diskutiert, wie der Klimawandel wohl die Frage der Migration beeinflussen wird. Das ist jetzt kein neues Thema. Und es ist auch nicht so, dass diese Themen nicht schon seit sehr langer Zeit publiziert würden unter den verschiedensten Prämissen. Heute wissen wir ein bisschen mehr, wir wissen es detaillierter, es wird nach wie vor kommuniziert. Aber die Verantwortung liegt schon im Bereich Gesellschaft und Politik, das auch umzusetzen. Ich würde mir als Wissenschaftler und auch meinen Kolleginnen und Kollegen die Verantwortung dafür, dass nichts passiert ist oder nicht genug passiert ist, eigentlich nicht in die Schuhe schieben lassen wollen. Auf der anderen Seite, wenn wir von hier aus weitergehen, dann glaube ich, ist es extrem wichtig, sich klarzumachen, dass es momentan auf einer tiefen philosophischen Ebene zwei verschiedene Denkweisen gibt. Die eine ist, die Ingenieure haben es uns eingebrockt, die Ingenieure werden auch die Lösung finden. Auch zum Beispiel mit Gentechnik, mit der gerade Nobelpreis gekrönten Genschere und anderen technologischen Errungenschaften. Und die andere Sicht ist, das wird nicht reichen, sondern es braucht eine andere Haltung der Menschen zu der Frage, was genügt, was macht ein gutes Leben? Überspitzt gesagt ist es die Frage, können wir die Krise durch Effizienz alleine lösen oder brauchen wir zur Effizienz zusätzlich noch die Suffizienz? Ich habe die Haltung, dass das mit der Effizienz alleine nicht geht. Und Suffizienz bedeutet aber, dass weite Teile der Gesellschaft ein anderes Paradigma bezüglich dessen, was ist ein gutes Leben, sich aneignen. Was brauche ich für ein gut? Brauche ich einen Tauchurlaub auf den Malediven für ein gutes Leben? Brauche ich einen 1,5 Meter breiten Flachbildschirm im Wohnzimmer für ein gutes Leben? Oder ist nicht die Fahrradtour in Brandenburg genauso erholsam wie der Wohnmobilurlaub in Kanada? Also um das mal ganz praktisch zu machen. Für diese kulturelle Transformation, die das Wertesystem in der Gesellschaft adjustiert an die ökologischen Randbedingungen, die der Planet uns nun mal aufoktroyiert, dafür braucht es die Kultur, dafür braucht es Kunst, dafür braucht es
Prozesse des Verständlichmachens, dass das Überleben im Anthropozän von solchen Entscheidungen mit abhängt. Und das kann die Wissenschaft natürlich auch, wir können in den Wissenschaften auch wertebasiert forschen, wir können in der Juristerei, in der Philosophie, in den Sprachwissenschaften natürlich Forschungszweige in diese Richtung entwickeln. Wir können Informationen liefern dazu, aber die Gesellschaft muss sich schon mit der Erkenntnis, dass es jetzt schon nicht mehr 5 vor 12, sondern schon vielleicht schon 12 oder ganz kurz danach ist, in Bewegung setzen und eine Politik unterstützen, die eben Suffizienz als eine Kulturfertigkeit in unser Zusammenleben bringt. Ich glaube nicht, dass das ohne Kunst, dass das ohne Theater, ohne Musik möglich sein wird. Es ist 12 Uhr, 3:15. Dazu hören wir gleich Herrn Radatz. Aber Herr Malinowski, ich würde Sie das gerne fragen, denn ich erlebe das, was Herr Schneider beschrieben hat, diese Spaltung auch der Wissenschaftler, der einen, die sagen, wir Ingenieure werden die Lösung durch Effizienz und neue Technologien schaffen, in einem heftigen Streit mit denen, die sagen, das wird nicht reichen, wir müssen anders leben. Wo positionieren Sie sich da? Erleben Sie auch diese Zerrissenheit, auch innerhalb der Wissenschaft? I agree very much with Professor Schneider. Ich stimme Herrn Schneider zu und ich würde gerne etwas hinzufügen. Diese Kommunikation der Wissenschaft, wir schreien, aber es gibt keine Effekte auf der anderen Seite. Ich glaube, wir haben das Problem, dass das Fantasie fehlt. Es geht nicht nur um Kommunikation. Ich glaube, die Vorstellungskraft fehlt. Und zwar, was wird hier eigentlich kommuniziert? Die Menschen, oder nochmal anders, die Menschen sind entkoppelt von der Natur. Und es ist sehr schwer, eine Vorstellung darüber zu entwickeln, was man tun muss und was auch die Kommunikation mit einfachen Menschen überhaupt bedeutet. Ich glaube, hier kann uns die Kunst helfen. Und das hilft auch der Kunst selbst, zukünftig zu überleben. Wir sind entkoppelt. Unsere Vorstellung sieht im Moment so aus, dass wir auf die Malediven fahren wollen oder dass wir ein 1,5 Tonnen schweres Auto nutzen müssen, um 3 Kilo Einkäufe vom Supermarkt nach Hause zu bringen. Das ist wirklich absurd, aber das verstehen wir einfach nicht. Wir brauchen also neue Arten der Kommunikation, um das zu verstehen. Es gibt ja, Sie sagen ja, wir sind getrennt. Wir leben, viele von uns leben in Städten, getrennt von der Natur, erfahren die Natur nicht wirklich. Aber es gibt ja gleichzeitig auch eine große Sehnsucht nach Natur, gerade von Menschen in den großen urbanen Zentren, die sich zurückziehen. Und viele dieser Menschen haben ja jetzt auch die sterbenden Wälder gesehen. Wir haben Bilder von Naturkatastrophen gesehen. Also ist es nur dieses nicht mehr Sehen, was in der Natur passt, oder ist es unser Unverständnis dabei? Oder reicht, würde es helfen? Wir lebten näher in der Natur, würden wir dann anders handeln? Wir sehen die Probleme einfach nicht. Wenn man in den Wald geht, egal wo in Europa, dann oder überhaupt nach draußen, man sieht ein Maisfeld. Das ist eine völlig künstliche Angelegenheit. Das hat nicht mehr viel zu tun mit der wahren Natur. Wenn wir aus dem Fenster schauen, und das tue ich jeden Tag, ich sehe einen Papagei draußen im Baum, der Äpfel frisst, und das ist mittlerweile ein normales Bild für mich. Es gibt Papageien in Europa. Die Welt verändert sich in verschiedene Richtungen, und es ist aber trotzdem ziemlich unklar, was da eigentlich passiert.
Wenn ich verstehe die Wissenschaft dahinter, aber viele Menschen tun das nicht. Und die Vorstellungskraft und Kunst, das sind zwei Dinge, die wir hier zusammenbringen müssen, um unsere Kommunikation einflussreicher zu gestalten, die Kommunikation als Wissenschaft. Seit spätestens den 90er Jahren, nein, dann seit 72, seit dem Club of Rome, ruft die Wissenschaft hinein in die Welt. Es gab auch die Warning to Humanity 1992, 2000, ich weiß gar nicht wann, in den 10er Jahren immer lauter haben die Wissenschaftler geschrien. Herr Schneider hat die Verantwortung dafür, dass die Wissenschaft nicht genug kommuniziert hat, heftig zurückgewiesen. Es liegt jetzt alles in den Händen der Kunst, diese große Vorstellungskraft zu sehen und zu spüren und uns zum Handeln zu bringen. Zu schaffen. Wie schaffen wir das, ohne dass die Kunst dafür instrumentalisiert wird? Da müssen wir ja auch aufpassen. Es bleibt ja Kunst und nicht ein Sprachrohr der Wissenschaft. Bin gespannt, wie Sie es auflösen, Herr Radatz. Ich auch. Nein, erstmal bin ich Herrn Schneider sehr dankbar, dass er da nochmal darauf hingewiesen wird, dass wir jetzt nicht die Kunst zu so einem pädagogischen Instrument der Vermittlung machen können. Und ich kann da später noch was zu sagen. Was aus allen Beiträgen auch von Ihnen, Frau Busse, ja rüberkommt, ist, dass wir eigentlich doch so etwas brauchen wie eine kulturelle Transformation oder dass wir vielleicht schon mittendrin sind am Beginn einer kulturellen Transformation, wo wir von unserem Vorstellung, dass die Welt ein Verfügungsraum ist, in dem wir so unendliche Ressourcen haben und kann man jetzt noch im Einzelnen ausführen, dass praktisch nur die menschlichen, sozialen Belange überhaupt relevant sind. Da müssen wir uns von verabschieden. Und das wird uns, das holt uns schon ein, dass wir da viel zu wenig Fantasie entwickelt haben. Man muss auch jetzt mal was Böses gegen die Kunst sagen. Wenn Sie, Frau Busse, ja arbeiten über den alltäglichen Artensterben und die Verluste von Biodiversität. Ja, wo sind sie denn, die großen Romane, die uns mit diesem Thema konfrontieren? Da gibt es ganz wenige. Glücklicherweise hatten wir jetzt einen großen Roman über Bäume in den USA, der den Pulitzerpreis bekommen hat. Also auch da muss man sich sagen, ist auch die Kunst jetzt nicht sozusagen schon in einem Modus, dass sie sozusagen wie selbstverständlich uns der Natur näher bringt. Aber sie hat diese Potenziale. Und innerhalb, wenn wir davon ausgehen, dass es zu einer kulturellen Transformation, das sind ja auch die Jugendlichen, die Sie am Anfang erwähnt haben, die wollen ja genau das auch. Oder wenn wir sagen, wir brauchen eine neue Sicht auf den Menschen oder wir sprechen von einer neuen Sensibilität, dann werden wir notgezwungen, wie Herr Schneider es formuliert hat, von der Erde darauf hingewiesen, entweder wir schaffen eine kulturelle Transformation oder der Planet beginnt zu überlegen, ob er nicht auch ohne uns auskommt. Wir kommen aber auf jeden Fall nicht ohne den Planeten aus. Das ist schon mal klar. Ja? Das sind die kleinen Basispunkte. Und, darf ich ganz kurz was zwischenfragen, bevor es sozusagen sich weiterentwickelt? Sie hatten ja geschrieben, auch nochmal, wir haben keinen Verfügungsraum, den wir uns immer weiter erweitern können, als Menschen angreifen können. Das ist ja genau die Debatte, die auch Herr Schneider beschrieben hat, zwischen denen, die sagen, die Ingenieure werden mit Effizienz und Innovation diese Krise lösen. Also wir brauchen noch mehr von verfügbar machender Welt, wie Hartmut Rosa ja auch beschrieben hat, die großen Projekte, moderne, alles immer mehr verfügbar machen, sich aneignen. Und die anderen sagen, nein, wir müssen zurück die andere Sicht. Wir in diesem Raum jetzt hier virtuell in der Stiftung Genshagen sind uns einig, es muss die andere Sicht werden. Aber es gibt ja eben viele, viele Stimmen, die sagen, nein, die Technik, wir müssen noch weiter, wir müssen noch mehr, wir müssen die Gene kontrollieren, wir müssen mit Geoengineering das Klima kontrollieren, wir müssen Kohlendioxid in den Boden eintragen. Noch mehr Kontrolle wird uns aus diesem Problem retten. Damit müsste sich ja Kultur auch auseinandersetzen mit diesen Ansätzen. Ja, okay, dazu kann ich jetzt wenig sagen, weil es gibt natürlich auch transhumanistische Positionen und kann das auch in bestimmten Strecken nachvollziehen, wo oder auch zeigen in der Literatur, wo man dann an einen Punkt kommt, wo man an der Stelle steht, gilt jetzt das Maschinenparadigma, dass also das Universum eine Maschine ist und dass der Mensch eigentlich auch eine Maschine ist und deswegen möglichst sich verabschieden muss von seinen organischen Substraten. Aber ich glaube, die
auch die Freunde des Transhumanismus brauchen irgendwie eine materielle Basis, die der Erdplanet ist. Ja, wenn wir alle auf Chips gespeichert sind, muss dieser Bunker oder wo wir da aufbewahrt werden sollen, ja auch irgendwo stehen. Also ich glaube, da sind wir dabei zu begreifen, und das war sicherlich, jetzt haben wir über Alexander von Humboldt, also die Zeit von Hegel gesprochen, vollkommen außerhalb der Vorstellungsvermögens, dass wir eigentlich bestimmte Rahmenbedingungen haben, in denen der Weltgeist, wenn man jetzt Hegel paraphrasieren will, agiert, aber diese Rahmenbedingungen praktisch unwillentlich in Bewegung setzen können. Und ohne diese Rahmenbedingungen sind wir natürlich aufgeschmissen, und jetzt müssen wir die irgendwie beruhigen oder auch uns neue Lebensformen angewöhnen. Und dann ist ja die Frage für mich, was kann die Kunst denn überhaupt in diesem Zusammenhang leisten? Kann sie zum Beispiel zur Sensibilität zutragen oder in dem Augenblick, wo wir jetzt dann Texte vorstellen, auch literarische Texte, haben die zum Beispiel eine Qualität? Das ist für mich ganz wichtig, dass wir so etwas haben wie eine ästhetische Attraktivität, eine Qualität. Das heißt, wir operieren nicht auf der Ebene des Banalen. Ja? Das Banale wird uns in der Zivilisation meinetwegen tagtäglich um die Ohren gehauen, von morgens bis abends. Und wir müssen praktisch über dieses Mittel der Kunst Wege finden, wo wir jenseits des Banalen auf einmal, also meinetwegen mit Qualität, mit ästhetischer Qualität, uns mit Inhalten konfrontieren können. Und da dann jeder wieder auf seine eigene Subjektivität zurückgeworfen oder im Austausch dann mit diesen Möglichkeiten. Das finde ich, ist eine sehr verdienstvolle oder wichtige Aufgabe für die Kunst oder das Theater in den kommenden Jahrzehnten oder Jahren. Jedenfalls, da denke ich, ist der Ansatzpunkt, etwas zu leisten, was sonst vielleicht zu kurz kommen könnte. Glauben Sie, dass dieses Thema über das Theater des Anthropozänos, mit dem Sie ja nun, so Corona Sie denn lässt, in die Welt hinausgehen werden, auch an anderen Theatern die Menschen ergreifen wird? Oder führt diese gesellschaftliche Verunsicherung nicht erstmal dazu, dass auf den Theaterbühnen erstmal wieder geguckt wird, wie ändert sich denn gerade das Verhältnis der Menschen untereinander? Also es gibt ja auch Grund zur Nabelschau in einer Gesellschaft, in der Verschwörungstheorien größer werden, in der Risse wieder sich auftun, die soziale Ungleichheit größer wird. Das sind ja auch Themen, die eigentlich ja, nach dem Theater rufen. Sehen Sie da eine Chance für das, was uns heute bewegt? Ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es eine relevante Kunst gibt, die sich nicht an den realen Problemen ihrer Zeit messen lässt. Im Theater unterscheidet man zwischen den kurzfristigen Wirkungen und den langfristigen. Also wenn Sie Leute fragen, die kommen aus einem Batman-Film, wie war es denn, sagen die, ach, ist ganz toll, ganz aufregend. Wenn Sie die ein halbes Jahr später fragen, worum ging es denn da, ach, kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja? Und das Theater hat aber die Chance, irgendwie tiefer gehende, oder auch die Kunst allgemein, das meine ich jetzt mit Qualität. In Qualität nicht auf der Ebene von Erregungspotenzialen, sondern eigentlich von gut durcharbeiteten Texten, von der Komplexität, mit der man sich konfrontiert. Und das wäre das Gegensatz zu dieser, Roland Barth hat das mal festgestellt, dass diese Art von Kultur, in der wir uns jetzt zubewegen, eigentlich auf der Sprache der universalen Reportage. Alles muss immer ganz schnell verstehbar sein, und dadurch ist es auch ganz schnell abnutzbar und ganz schnell vergessenbar. Und da brauchen wir, glaube ich, auch andere Skalierungen für uns selber, dass wir, okay, wir sind eigentlich eingebunden in größere Zeithorizonte, und da denke ich, ist es schon wichtig, dass so verschiedene Perspektiven zusammenarbeiten, um diese neuen Horizonte zu beleuchten und für Menschen erfahrbar zu machen. Herr Schneider, Herr Malinowski, wie kann diese Zusammenarbeit in Zukunft aussehen, und wie ist Ihre Erfahrung dabei, als Sie sich aus der Universität, quasi aus dem Fenster des Elfenbeinturms herausgebeugt haben und auf den Platz geschrien haben, wir müssen handeln, es gibt ein Problem. Sie haben ja beide auch verschiedene Formate ausprobiert, Herr Malinowski mit einem sehr guten Dokumentarfilm, Herr Schneider mit einer Reihe der Open University, aber auch vielen Interviews in den Medien. Wie ist denn Ihre Erfahrung, das sozusagen mitdenken, was Herr Radatz gesagt hat, wir müssen uns da anders in der Welt fühlen. Das ist jetzt Schluss mit dem Verfügungsraum. Wir müssen uns
ja ein ganz neues Weltgefühl aneignen. Wie sind Ihre Erfahrungen? Was können Sie vielleicht anderen mit auf den Weg geben? Was klappt ganz gut und wie könnte neue Zusammenarbeit aussehen? Wer mag von Ihnen anfangen? Vielleicht fange ich an. Die Sache mit der Kunst ist ja die folgende. Wir müssen die Menschen erreichen. Und zwar auch wirklich viele Menschen erreichen. Aber um eine Art von Advokat des Teufels zu sein, glaube ich, ist es sehr wichtig, die Kunst einzubeziehen, aber nicht die hohe Kunst, über die Herr Randert spricht. Ich glaube, es gibt eher eine populäre Kunst, die es schaffen kann, die Klimakrise den Menschen klarzumachen. Aber diese Art von Kunst, die zeigt auch einen Lifestyle, der uns ja gerade umbringt. Das ist also eigentlich genau das Falsche. Die Sache mit der Kunst ist also, dass wir natürlich zusammenarbeiten müssen, um einen effizienten und effizienten Lebensstil zu entwickeln und um ihn auch attraktiv zu machen für die Menschen. Denn nur damit können wir die Probleme lösen, die wir haben. Ich glaube nicht, dass wir nicht didaktisch vorgehen müssen, denn ich glaube, diese Didaktik hat auch früher nicht funktioniert. Natürlich gab es auch Dinge, die die Menschen immer mochten in dem, was die populäre Kunst ihnen gezeigt hat und etwas auch, was sie nachahmen wollten. Aber das ist ja auch ein Teil dieser Entkopplung, über die ich gesprochen habe. Ich glaube, das müssen wir versuchen aufzulösen und müssen das auch irgendwie attraktiv und modern machen. Wir müssen zeigen, dass die Menschheit in einer Interaktion steht. Ich glaube, es gibt hier ein ganz breites Feld der Zusammenarbeit. Wissen Sie, der Film, den wir gemacht haben, war ja nicht meine Idee. Jonathan Ramsay kam zu mir und sagte, wir wollen einen Film machen. Aber das ist kein typischer Film über die Klimakrise, wo wir ein paar Tabellen und Zahlen zeigen. Und trotzdem wollten wir eine Art von wissenschaftlicher Didaktik verwenden. Wir wollten das so machen, dass wir persönliche Erfahrungen nutzen und darstellen. Wir wollten zeigen, was Wissenschaftler über die Klimakrise denken, die uns geradezu überrennt. Und ich war wirklich auch überrascht von den Ergebnissen. Ich habe nicht so ein starkes Ergebnis erwartet. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass dieser Film in den kommerziellen Medien gezeigt werden wird. Wenn Sie ihn gesehen haben, dann werden Sie auch verstehen, warum. Aber wir haben dieses Medium, wir können mit den Menschen kommunizieren, auch auf anderen Wegen als früher, und das sollten wir auch tun. Wir brauchen die Erfahrungen von Menschen wie Dr. Radatz und anderen, um gemeinsam zu kommunizieren. Das ist menschliche Kommunikation. Wir müssen doch kommunizieren miteinander, um die Gesellschaft zu ändern. Herr Schneider, ich denke gerade noch an die Jugendlichen, das waren europäische Jugenddelegierte teilweise für die UN, also sehr gebildete junge Menschen ganz aus Europa, die das Bundesumweltministerium letzte Woche eingeladen hatte, um zu sagen, was sollen wir auf der Europäischen Nachhaltigkeitskonferenz, was ist die große Aufgabe, was wollt ihr für uns? Und ich glaube, die wären mit dieser Diskussion jetzt sehr, sehr zufrieden, weil es nämlich deren Forderung war, wir brauchen eine Kultur der Nachhaltigkeit, wir wollen die Welt wieder in einen Garten verwandeln und uns Jugenddelegierten ist sehr bewusst, wie
privilegiert wir sind. Denn wir wissen das ja alles, wir haben das gelernt, wir studieren das, aber wie kann man denn alle anderen erreichen? Und deren Vorschlag war dann zu sagen, schämt euch nicht, auf Influencer zu setzen, die Millionen Follower haben auf Instagram, lasst auch die diese Botschaft weitertragen. Da frage ich mich jetzt, was Sie davon halten, ob das dein Weg sein könnte, jenseits einer Theaterbühne, die vielleicht auch nur die erreicht, die sich eh viel mit Wissenschaft und Kultur auseinandersetzen. Herr Schneider, wie sind da Ihre Ideen? Bevor ich Ihre Frage beantworte und die von vorher auch, möchte ich noch mal ganz kurz zurück an etwas, was Sie vorher gesagt haben. Da haben Sie nämlich diese beiden Möglichkeiten, die Ingenieure lösen das für uns oder wir brauchen eine andere Kultur, eine Kultur der Suffizienz. Da haben Sie diesen zweiten Weg mit dem Wort zurückbelegt. Wir würden zu irgendetwas zurück müssen. Und dem würde ich, danke und Entschuldigung. Dem würde ich glatt widersprechen wollen. Nein, wir entwickeln eine neue Kultur. Wir gehen voran zu etwas Neuem. Das ist eigentlich die nächste Stufe unserer Zivilisation, dass wir lernen, dass die Gier, das Aneignen noch von immer mehr Materiellem keine Befriedigung verschafft, sondern tatsächlich einfach nur ein langweiliges, sattes Leben erzeugt, ohne den Thrill. Und der wirkliche neue Thrill, der ist der Thrill der Suffizienz. Also klassischerweise guckt man auf der Straße diesen großen SUVs der weltweiten Premium-Hersteller nach und denkt, ach, was für ein tolles Auto. Ich habe seit einigen Jahren jedes Mal den Gedanken, mein Gott, was bist du für ein armer Dinosaurierwicht, dass du so ein 1,5-Tonnen-Ding durch die Gegend fahren musst. Was für eine Verschwendung an Lebensfreude, die du dir dadurch nimmst, dass du jetzt nicht auf einem schönen Fahrrad daherfährst. Ja? Also zumindest in den Städten. Ja? Also ich glaube, es ist tatsächlich eine Frage der Haltung. Wissenschaft produziert Information, aber keine Haltung. Haltung entsteht über Kultur und entsteht auch über natürlich Pädagogik, also über die Schulen, über die Kindergärten. Und ich kann Ihnen sagen, wenn ich Public Outreach mache, wie das so schön heißt, also als Wissenschaftler rausgehe in die Gesellschaft, dann sind die befriedigsten Events, wenn ich bei einer Grundschule in Berlin-Kreuzberg in der 3. Klasse den Kindern erkläre, wie Wissenschaftler arbeiten und Wissenschaftlerinnen. Und die befriedigendsten Momente sind, wenn Studierende nach einer Vorlesung zu mir kommen und sagen, bei Ihnen habe ich was gelernt, was meine Sicht in die Welt verändert hat. Natürlich, wenn das über einen Influencer geht oder über einen Online-Kanal, dann ist das bestimmt auch toll. Das Schöne an Kultur ist, dass es in der Regel die Interaktion von Menschen ist. Ja, auch selbst ein Laienschauspieler auf der Bühne interagiert ja mit dem Publikum. Da passiert etwas zwischen Menschen. Ich glaube, das ist extrem wertvoll. Und ich glaube nicht, dass Menschen so wirklich im Grunde ihrer Existenz einen grundlegenden Schritt machen, dadurch, dass sie auf einen viereckigen Bildschirm gucken und sich Videos von YouTube reinziehen. Ich glaube, dass das so nicht funktioniert. Ich glaube, sie brauchen einen direkten menschlichen Kontakt, der sie anrührt, der sie mitnimmt, der ihnen, wo sie im wahrsten Sinne des Wortes berührt sind von den Fragen des Lebens. Das kann auch mal in einer Physikvorlesung passieren. Das ist mir selber als junger Mensch in der Physikvorlesung passiert. Durch den Professor, der vorne stand und die richtigen Dinge gesagt hat. Ja? Und das Theater oder die Musik, die können das eben auch. Und deswegen glaube ich, also wenn Sie fragen, wo funktioniert das am besten, dann glaube ich nicht, dass das Interview bei Zeit Online ist oder in irgendeinem anderen Format, sondern ich glaube tatsächlich. Oder eine Zoom-Konferenz von der Stiftung Linzer. Ja, so inspirierend das Gespräch ist, so sehr ich es genieße. Nichtsdestotrotz glaube ich, der direkte Kontakt mit Menschen, mit Kindern in der Schulklasse, mit Studierenden im Hörsaal, auch unter Umständen mit Menschen in der S-Bahn, wenn ich zu unserem Campus Adlershof rausfahre und in der S-Bahn mich in ein Gespräch über Klimawandel verstrickt werde, das scheint mir das Bereicherendere zu sein, ob das auch das Wirkungsvollere ist, das sei nochmal dahingestellt. Es gibt auch Bücher, die die Welt verändern und die sollten von diesen Menschen, die so etwas schreiben können, seien es Wissenschaftler oder Schriftsteller, auch geschrieben werden. Das ist keine Frage, dass wir das brauchen. Aber was wirklich extrem wichtig ist, ist, es geht nie um ein Zurück. Geschichte geht nur nach vorne, die geht nicht zurück. Ja? Und die Lösung liegt vorne, nicht hinten.
Und es wird uns ja auch die Suffizienz alleine nicht reichen. Also wenn Sie die verschiedenen jetzt naturwissenschaftlich durchdachten Modellierungen angucken, ist völlig klar, dass ein reines Suffizienz nicht reicht. Und diese Pandemie, mit der wir gerade zu tun haben, die zeigt uns doch eindrücklich, dass wir ja auf die Errungenschaften von Wissenschaft und Technik auch nicht verzichten wollen. Wir sind ja in der Lage, mit dieser Pandemie viel besser umzugehen als mit allen in der Menschheitsgeschichte vorher aufgetretenen ähnlich gravierenden Pandemien, sei es die spanische Grippe oder die Pest. Die haben relativ immer viel höhere Todesfallzahlen erfordert. Die wirtschaftlichen Einschnitte waren bei beiden vorangegangenen Pandemien im Mittelalter und im Anfang des 20. Jahrhunderts viel größer als die Rezession, die wir jetzt global erleben. Das zeigt doch, dass wir als Menschheit in der Lage sind, Dinge in den Griff kriegen zu können. Wir dürfen nur den Fehler nicht machen, dass wir glauben, wir könnten die Dinge nur durch Technik und Wissenschaft oder Naturwissenschaft in den Griff kriegen, sondern dass wir in Parallelität zu unserer industriellen und postindustriellen Entwicklung im Bereich der Ingenieurwissenschaften und der Fähigkeit, mit der Natur umzugehen, auch eine kulturelle Transformation brauchen. Die sozialökologische Transformation im 21. Jahrhundert, die braucht einen kulturellen Kontext. Die lässt sich nur erreichen und moderieren, indem sie begleitet wird von einer kulturellen Transformation. Und wer kann eine kulturelle Transformation besser über die Bühne bringen als zum Beispiel ein Theater des Anthropozän oder eine Musik des Anthropozäns? Da ist, glaube ich, das Entscheidende. Ich würde noch einen anderen Player nicht ganz vergessen wollen. Fast alle großen Weltreligionen haben die Bewahrung der Natur, die Bewahrung der Schöpfung als Teil ihres Systems. Und von den 8 Milliarden Menschen auf der Erde sind wahrscheinlich immer noch die deutliche Mehrheit religiös gebunden. Und ich glaube, wir müssen den interreligiösen Dialog und den interkulturellen Dialog zusammenbringen, um diese Idee der Bewahrung der Schöpfung, der sich durch alle Weltreligionen spannt, hineinzunehmen in die 17 Nachhaltigkeitsziele der United Nations, um dann diese kulturelle Transformation auch mit diesen Unterstützerinnen voranzubringen. Ich denke immer, es gibt bei den 17 Nachhaltigkeitszielen mindestens 2, die uns fehlen. Und das eine der beiden ist, glaube ich, die kulturelle Nachhaltigkeit. Die wird nämlich bei den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN nicht explizit genannt. Und das andere ist etwas, was man interreligiöse Nachhaltigkeit nennen könnte. Vielleicht findet sich da auch eine Schublade für Atheisten da drin. Das sagt ein Gletscherforscher und ein Klimaforscher und gar kann ich mal ein Soziologe. Eigentlich hätten Sie dabei sein müssen, als die SDGs, die Nachhaltigkeitsziele entwickelt wurden. Also nochmals mit Entschuldigung für das sehr dumme Wort zurück, wohin es nicht geht, würde ich jetzt vielleicht ein kleines Zwischenfazit wagen, dass wir uns im Prinzip einig sind, dass es gar nicht ein Gegenüber von einer technischen Weltrettung gegenüber einer kulturellen ist, sondern dass sich das eher dialektisch ergänzen müsste, immer im Bewusstsein, sein, dass es um unsere Sichtwahrnehmung, um unser Empfinden in der Welt geht, aber auch um die Möglichkeit, Wissenschaft so weiterzuentwickeln, dass sie uns Lösungen anbieten kann, dass das so ineinander greift und dass bei diesem Ineinandergreifen Kunst und Kultur eine wichtige Rolle noch spielen sollten. Ich frage mich, ob wir die ganze Zeit, haben wir sehr viel darüber geredet, wie erreichen wir die Menschen im Bemühen, diesen nachhaltigen Lebensstil zu entwickeln und über die Kunstschaffenden, die das tun können, über die Wissenschaftler, die die richtigen Dinge erforschen. Wir haben noch nicht über die Mächte gesprochen, über die Akteure, die Interesse haben, dass alles so bleibt, wie es ist. Wir wissen, dass in Amerika die großen Ölkonzerne viel Geld in die Hand genommen haben, um die Menschen davon zu überzeugen, dass es keinen Klimawandel gibt. Wir wissen, dass die Zahl der Leugner des Problems des menschengemachten Klimawandels heute größer sind als vor 20, 30 Jahren noch. Es gibt also Mächte mit viel Geld und einem Interesse daran, dass alles sich nicht so ändert, wie wir uns das wünschen. Die sind jetzt heute nicht in der Diskussion dabei, aber wir müssen die ja mitdenken. Haben Sie da Ideen, wie man damit umgehen kann? Also vom ästhetischen Standpunkt kann ich ja nur so argumentieren,
Natürlich kann man sich einen James-Bond-Film mit ökologischen Problematiken vorstellen. Und man kann sagen, da werden die Leute sensibilisiert. Aber gleichzeitig soll ihnen da immer was verkauft werden. Meinetwegen der neueste BMW mit Elektromotor oder sowas. Und solange wir sozusagen in diesem Modus operieren, oder das würde ich jetzt mal für die Kunst oder das Theater erstmal in Anspruch nehmen, wir wollen den Leuten ja nichts verkaufen, sondern wir wollen ja, wie Herr Schneider es jetzt wunderbar formuliert hat, eigentlich berühren und an diese Haltungen ran. Ja? Und das ist diese sagen wir mal, Verdunklungs- und Verschleierungsaktivitäten gibt schon bestimmt seit den 70er Jahren. Das wäre eigentlich auch, vielleicht schaffe ich das ja mal mit Herrn Professor Schneider, dass wir darüber mal einen Krimi entwerfen, das Klimaverbrechen. Es gibt auf jeden Fall diese Dimension. Und also mehr kann ich da jetzt vielleicht auch von meiner Seite gar nicht sagen, aber auch das, sagen wir mal, merken wir ja schmerzlich, dass diese Dimension nicht in der Art und Weise aufbereitet ist, in der Literatur meinetwegen oder im großen Kino, die sie eigentlich verdient hätte, damit dieser Skandal, der dahinter steckt, auch die sogenannte breite Bevölkerung erreicht, das öffentliche Bewusstsein. Den will ich sofort lesen, diesen Krimi, oder sehen, auch als Film. Aber vielleicht, Professor Malinowski, vielleicht haben Sie noch eine Idee, denn Sie leben ja in Polen, in einem Land, in dem es ja auch in den Riegen der führenden Politiker, sagen wir mal, Klimawandel-Skeptiker gibt. Sie sind damit sehr konfrontiert. Wie glauben Sie, wie kann Wissenschaft und Kunst damit umgehen, dass es Verschleierer gibt, die profitieren, wenn es so weitergeht, zumindest kurzfristig? I can say two things. Also da kann ich zwei Dinge sagen. Das eine ist natürlich, dass man natürlich sich von der Natur abkoppeln kann, dass Menschen sagen, okay, das nutze ich und weiter denken sie nicht nach. Und dann kann ich noch etwas erzählen, nachdem der Film beliebt wurde. Ich fuhr auf dem Fahrrad und dann war die Ampel auf Rot und neben mir hielt jemand auf einem Fahrrad. Nun ja, also der Typ sah so aus, als hätte ich mich nicht, also freiwillig neben ihn gestellt, ein großer, kräftiger, junger Mann mit einer Menge Tattoos. Wir stehen also gemeinsam an der roten Ampel auf dem Fahrrad nebeneinander. Er guckt mich an und sagt, hey, du bist doch der, Sie sind doch der von dem ökologischen Film. Ich sage ganz vorsichtig, ja. Ich hatte jetzt Angst, was als nächstes kommt. Und da sagt er, wissen Sie, was Sie gemacht haben? Ich fahre jetzt Fahrrad. Also das ist die Art von Botschaft, über die man dann doch sehr zufrieden ist. Ohne wissenschaftlichen Hintergrund kann die Kunst tatsächlich Menschen helfen, etwas zu verstehen. Und ich hoffe sehr, dass wir auf diese Art und Weise noch viele Botschaften rüberbringen. Wie jemand aussieht und wie er dann denkt, sich hinweg die Erfahrung gemacht, dass sie ihn erreicht haben, diesen Mann mit seinen Tattoos. Sind Sie optimistisch, dass das, was wir jetzt sehen... Ja, aber wissen Sie, Politiker fahren ja leider keine Citybikes, zumindest jetzt noch nicht oder die meisten nicht. Also müssen wir ja weiter daran arbeiten. Das ist das Einzige, was wir tun können. Gerne. Optimistisch, dass das, was wir jetzt besprochen haben, was eine Lösung sein könnte, technische Innovation, einen anderen Lebensstil, dadurch eine andere Haltung, zurück zu einem anderen Verständnis von uns in der Natur zu kommen und das zu vermitteln und damit alle Menschen zu erreichen. Sind Sie optimistisch, dass das ausreichen wird? Ich weiß nicht mehr, Herr Schneider war es gerade, der sagt, es ist nicht mehr 5:12, es ist jetzt ja 12 Uhr. Sie haben eine Minute nach. Sie haben gerade wieder gesagt, zurück zu einem Verständnis. Nee, voran zu einem neuen Verständnis, muss es heißen. Ist das ganz naiv, wenn ich als Bauerntochter glaube, dass meine Vorfahren und Ihre vielleicht auch näher an einer Natur gewesen sind, der Sie ausgelieferter gewesen sind? Vielleicht ist daher immer das falsche Wort. Ich wage es nicht zu urteilen, aber ich würde tatsächlich der Haltung zu
neigen, dass es naiv ist, ja. Also ich, mein Großvater hat auch im Hohenlohischen, daneben Schwäbisch Hall, in der Bauernfamilie ist aufgewachsen, 12 Kinder. Nur 6 von den 12 sind überhaupt erwachsen geworden. Die anderen sind an irgendwelchen Kinderkrankheiten verstorben. Der kannte den Hunger. Für den war Weihnachten, wenn es ein Ei und einen Apfel und eine Nuss gibt. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist es naiv. Dahin will ich nicht zurück. Ich glaube nicht, dass das hilfreich ist. Ich glaube auch die Haltung, die diese Kleinbauern haben mussten gegenüber der Natur, ist nicht die Haltung, die wir einnehmen müssen, um eine geschundene und an den Rand der Leistungsfähigkeit gebrachte weltweite ökologische Gesamtsituation zu bewahren. Also wir kommen an die Stelle, wo wir the stewardship of planet Earth, nennt es Johann Rockström, einnehmen müssen. Wir sind die Bewahrer der Natur, weil wir die Mittel haben, die Rahmenbedingungen dieser Weiterentwicklung der ökologischen Sphäre zu setzen. Und das ist eine andere Situation als vor 4 oder 5 Generationen, als es noch darum ging, sich die Natur in einer guten Weise nutzbar zu machen. Das stimmt schon, dass die Menschen damals näher an der Natur waren. Sie waren ja auch viel mehr ausgeliefert. Und da wir heute die Möglichkeiten haben, in viel effizienterer Weise mit den Ressourcen umzugehen und sie auch zu schützen, ist es meiner Meinung nach tatsächlich naiv. Es ist ein Vorangehen. Das heißt nicht, dass man nicht das romantische Naturerleben und die Wahrnehmung davon, wie Natur der Seele gut tut, in einer gleichen Weise weiterentwickeln kann, wie es auch schon die deutsche Romantik im 19. Jahrhundert ins Spiel gebracht hat. Da würde ich jetzt als Bergsteiger sagen, doch ganz, ganz klar ist es hilfreich, wenn junge Menschen lernen, wie viel ihnen die Natur direkt gibt an Lebensqualität. Ja? Aber ich bleibe dabei, dass ich das nicht mit dem Wort zurück konnotieren würde. Das ist ein Voran. Wir gehen in eine neue Zeit. Wir gehen nicht zurück in eine Zeit, die wir wahrscheinlich im Rückblick romantisieren. Also ich wollte nicht sagen, wir gehen zurück in dieses Elend, in die Not und in die Maloche. Dann haben wir nämlich sofort alle Landwirte auch verloren, die sagen, nein, ich will nicht wieder mit 40 Rückenschmerzen haben. Aber meine Intention war tatsächlich eher vielleicht, wie Frau Kunz es am Anfang gesagt hat, sich an Humboldt zu erinnern, der ja genau diese Sicht auf die Natur eben vor 200 Jahren propagiert hat. Und ich hatte dieses Gefühl, noch in der Landwirtschaft ganz nah zu sein am Boden, die Hand in die Erde zu halten, den Boden anzugucken, ganz genau zu sehen, was passiert. Vielleicht war das mein naiver Wunsch nach zurück. Das hat es mal gegeben. Aber wir gucken jetzt alle gemeinsam nach vorne. Und Herr Schneider sagt, ich gebe Ihnen völlig recht, dass es gut ist, an die naturphilosophische Sicht und die genaue Empirie und die scharfe deduktive Ableitung wissenschaftlicher Erkenntnis in dieser Kombination, wie das Alexander von Humboldt gemacht hat, daran anzuknüpfen und das weiterzutragen jetzt zur Gestaltung des Anthropozäns. Das ist auf jeden Fall etwas, was sehr wertvoll ist. Und es ist auch in jedem Fall sehr wertvoll, die Kita-Kinder in den Wald rauszunehmen, denen die Pilze zu zeigen, denen zu erklären, was der Pilz jetzt für eine Rolle hat im Ökosystem des Waldes. Und was der Regenwurm da für eine Rolle hat und der Maulwurf und andere Tiere, die jetzt vielleicht nicht so positiv konnotiert sind. Das ist alles absolut richtig und wichtig. Da bin ich völlig mit Ihnen einig. Und Alexander von Humboldt sich zum Vorbild zu nehmen, das ist nicht rückwärtsgewandt, das ist vorwärtsgewandt. Das liegt aber daran, dass Alexander von Humboldt seiner Zeit um mindestens 150 Jahre voraus war, in dieser Art zu denken. Und vielleicht uns auch oder vielen, die jetzt einem anderen Weltbild folgen. Was machen wir jetzt? Wir haben noch ein paar Minuten und hätten Zeit, nächste Schritte zu überlegen. Wir sind uns einig, dass wir eine
andere eine Humboldtsche Sicht auf die Welt brauchen, die aber nichts mehr zurück, sondern im Gegenteil nach vorne zu tun hat, die einblickt die Möglichkeiten der Wissenschaft, die zu verbinden sind mit der Möglichkeit einer kulturellen Transformation, die durch Kulturschaffende auf den Theaterbühnen in den Filmen passieren kann. Wir wissen, dass die Wissenschaftler weiter kommunizieren werden, lauter kommunizieren werden. Und was sind die nächsten Schritte? Was wünschen Sie sich, was jetzt um 12 Uhr Anthropozän passieren soll, damit wir nicht das erleben werden, was Frau Eder beschrieben hat, Herr Schneider, Herr Malinowski, Herr Radassi, nämlich den Untergang letztlich dieses wunderbaren Planeten oder zumindest unserer Rolle darauf. Was sind Ihre Vorschläge, wie wir mit diesem Wissen jetzt das Beste draus machen? Wer mag antworten? Herr Radatz guckt nach unten. Ja, ich kann auch den Blick heben. Ich würde vielleicht, oder was ich auch gerne immer betone in diesem Zusammenhang, letztendlich sprechen wir über eine Transformation. Ja? Und diese Transformation, die hat natürlich eine dystopische Koloratur, aber so eine Transformation, von der wir ja noch gar nicht wissen, wo sie hingeht, die eröffnet ja auch neue Möglichkeitsräume. Also für die Kunst kann ich das sagen, das ist natürlich ein Abenteuer. Ne? Ob das jetzt besonders schrecklich oder weniger schrecklich ist, aber das sind sehr viele Herausforderungen, die noch gar nicht absehbar und auch nicht absehbar, wie sie zu bewältigen sind. Also von da aus ist es eine hervorragende Alternative, anstatt immer auf alten Koordinatensystemen rumzuhüpfen, wie das ja immer passiert und wo ich auch groß denke, immer wieder denke, ach Gott, Mensch, das ist ja alles von gestern. Ja, auch bei Leuten, die jetzt ganz edle Absichten haben. Also von da aus denke ich, kann man das auch, muss man das nicht nur sozusagen rein negativ sehen, sondern es ist für alle Beteiligten weltweit, global gesehen, eine große Chance. Alleine dadurch, dass wenn man sich überlegt, dass in dieser Klimageschichte ja keine Nation sagen kann, ach, bei uns macht das Klima an der Grenze Halt, wir kümmern uns woanders rum. Auch das kann man natürlich machtpolitisch behaupten, aber es ist alles vollkommener Quatsch. Die Menschheit muss in dieser Frage zusammenarbeiten und dadurch werden sich ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Wir sind zum Beginn eines wunderbaren Abenteuers. So können wir es positiv formulieren. Ich möchte Sie alle, die uns zuhören, nochmal einladen. Wenn Sie noch Fragen stellen wollen, stellen Sie gerne. Wir haben zwei tolle Hinweise für Webseiten bekommen. Dialog en Humanité auf Französisch, Dialog in der Humanität auf Französisch. Am besten gucken Sie im Chat nach der richtigen Webseite und den Hinweis auf ein tolles Buch über Wissenschaftskommunikation. Wie kann man das Komplizierte, wenn es komplizierter ist als Wolken und Gletscher, vermitteln? Danke für die Kommentare. Wenn Sie wollen, stellen Sie uns noch Fragen. Sonst gehe ich in meine Schlussrunde, weil ich nämlich gerne nochmal diese Frage aufgreifen wollte, die Herr Radatz gerade erwähnt hat, nämlich das Dystopische. Wenn wir gucken, was uns die Klimaforschung sagt, kommen wir leicht ins Zittern. Der Film von Herrn Malinowski heißt ja auch, dass man in Panik verfallen darf. Es gibt immer mehr Klimaforscher, die darüber reden, ob sie vielleicht zu lange die Chancen betont haben, nicht einfach mal sagen sollen, ihr hört ja sowieso noch, wir haben noch eine Chance, wenn. Ihr hört ja nur den ersten Teil des Satzes und sagt, wir haben noch eine Chance. Ja, dann ist ja alles gut. Ist also die Kommunikation, die die Wissenschaft und die Kunst und die Kultur in den nächsten Jahren über den Klimawandel, über die ökologische Krise, über das Artensterben braucht, sollte das eine Dystopie sein, die reale Dystopie, auf die wir zusteuern? Oder brauchen wir im Gegenteil neue Utopien, die das in Worte fassen, was Herr Schneider mir erklärt hat, was eben nicht zurück ist, sondern nach vorne gedacht und wie das überhaupt aussehen könnte? Wohin tendieren Sie? Herr Malinowski vielleicht? Wir müssen zwei mögliche Entwicklungslinien im Kopf haben. Die Wahl liegt bei uns. Wir müssen den Menschen diese zwei möglichen Entwicklungswege zeigen und wir müssen auch zeigen, dass wenn sie sich für die falsche entscheiden, dass der Weg dann sehr kurz und sehr schwierig werden kann. Aber es gibt noch ein paar andere Wege, die uns glücklich machen können. Und ich glaube nicht,
dass wir nur ein Modell vorstellen können, was wir tun können. Was extrem wichtig ist, ist, dass wir die Menschen, die in der Wirtschaft Verantwortung tragen, überzeugen müssen. Wir dürfen nicht die Kosten unterschätzen, die auf uns zukommen, wenn wir die Natur zerstören. Und wenn wir diese Kosten richtig berechnen, dann haben wir Hintergrundinformationen darüber, welche Aktivitäten gut sind für unser Überleben und welche Aktivitäten schlecht sind. Es geht also hier nicht nur um Hochkultur und Natur, sondern es geht auch darum, wie wir die Gesellschaft organisieren können. Da kann uns die Kunst helfen. Sie kann uns helfen, verschiedene Wege zu zeigen. Die Wissenschaft kann unterstützen, aber ohne die Wirtschaft werden wir nicht weiterkommen. Danke, Herr Malinowski. Herr Schneider, wohin tendieren Sie denn zu sagen, wenn das also nicht passiert, wird der Untergang schrecklich oder stellt euch das Schöne vor? Nee, auf jeden Fall würde ich dem Zweiten zuneigen. Wir brauchen positive Narrative. Wir brauchen Zuversicht. Wir brauchen, also die Buddhisten sagen so schön, your mind creates this universe. Ja? Also das ist schon so, dass durch die Imagination dessen, was möglich ist, entwickelt sich der Raum des Möglichen. Das sage ich als Naturwissenschaftler. Das klingt ein bisschen schräg, aber es ist so. Wenn Sie gar nicht den Raum haben, um eine bestimmte Frage zu stellen, dann kriegen Sie auch über diese Frage keine Antworten. Also wenn wir die richtigen Fragen nicht stellen, dann kriegen wir auch keine Antworten, weder richtige noch falsche. Also wenn ich kein Narrativ darüber habe, wie die positive Entwicklung aussehen kann, wie soll ich denn dann junge Menschen davon überzeugen, dass es sich lohnt, sich für dieses Narrativ einzusetzen? Also für Weltuntergang braucht sich niemand einzusetzen. Das ist irgendwie, na, dann kann ich einem Konsumismus des Spätkapitalismus verbleiben und hoffen, dass es noch eine Weile gut geht. Das hat dann so ein bisschen was wie hinten auf der Titanic. Ne? Da spielt dann noch die Band ein bisschen weiter, während der Tanker sinkt. Das ist nicht sehr vorausschauend. Das ist auch nicht notwendig. Ja? Es gibt so viele geniale Möglichkeiten, wie die Welt sich im 21. Jahrhundert weiterentwickeln kann. Mir ist schon klar, es gibt auch andere dystopische Fantasien oder Möglichkeiten, Szenarien. Ich würde meinen Blick nicht auf die richten. Das mag in der Kunst schon wichtig und interessant sein. Ich denke da zum Beispiel an diesen Kinofilm The Day After Tomorrow und solche Machwerke. Das ist nicht meine Welt. Meine Welt ist zu gucken, wo ist die Zuversicht, wo ist der Mut, was kann ich jungen Leuten mitgeben, egal ob sie jetzt 6 Jahre alt sind oder 22 Jahre alt sind, dass sie sich nachher einsetzen für eine bessere Welt. Und ich glaube nicht, dass das mit Angst machen geht. Das geht damit, dass wir eine Idee davon haben, how to make the world a better place. Bevor Herr Radatz das in die Kunst und aus der Theaterbühne übersetzt, würde ich gerne so einen Praxistest versuchen. Ich glaube, mit den Jugendlichen, da würde ich sie sofort einladen in die Grundschule meines kleinen Sohns, falls sie nach Hamburg kommen. Bitte, bitte, bitte. Aber für diese andere Frage, ich erlebe die planetaren Ressourcenforscher, Rockström und Kollegen, haben ja eine planetare Diät entwickelt und gesagt, der Umbau der Landwirtschaft ist eine der wichtigsten Aufgaben und es ist aber auch möglich. Und gleichzeitig erlebe ich im Gespräch ganz viele Landwirte, sind wir wieder bei denen, die sagen, das geht doch nicht anders, hier ist der Weltmarkt, das sind die Rahmenbedingungen, wir haben überhaupt gar keine andere Chance. Und da sehe ich nirgends einen Platz im Herzen, wo eine solche Utopie entstehen könnte, weil das Menschen, die so gebeutelt sind von den äußeren Umständen und das betrifft ja ganz viele Berufsgruppen, die jetzt im Moment in Branchen arbeiten, die sich komplett ändern müssen. Wie könnte da diese Erzählung aussehen? Also mein Vater zum Beispiel, der hatte immer die Idee, dass es niemals möglich sein wird, dass er einen Sicherheitsgurt anlegt. Das würde ja seine Freiheit viel zu sehr einschränken beim Autofahren. Völlig idiotische Vorstellung, wenn wir von heute darüber nachdenken. In den 60er Jahren eine Einstellung, die gang und gäbe war. Ich habe so viele Leute erlebt, die letzten paar Jahre zu mir gesagt haben, Videokonferenz, das geht gar nicht, da gibt es juristische Gründe und das kann man nicht kommunizieren und so weiter. Da bricht Covid-19 aus und wups, die gleichen Menschen sind alle in Videokonferenzen unterwegs. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die das vor einem halben Jahr komplett abgelehnt hat, macht heute alle ihre
Begutachtungsrunden per Videokonferenz. Man kann sich so schnell ändern. Ja, man kann so schnell sich an neue Dinge anpassen. Sein Weltmarkt ist auch nicht ein physikalisches Grundgesetz. Ein Weltmarkt wird geframed durch die Akteure, durch die Politik. Also wir sind doch die Wählenden. Warum lassen wir uns denn bestimmte Politik bieten? Und wenn natürlich gibt es Kräfte, die dagegen steuern, die an ihren bestehenden Geschäftsmodellen möglichst lange festhalten wollen, weil das eine gute Dividende erwirtschaftet. Es gibt viele Menschen, die ihre Gewohnheiten nicht ändern wollen, sowohl als ökonomische Akteure wie als Konsumenten. Das heißt aber doch nicht, dass das nicht möglich ist. Also natürlich werden die Landwirte, der einzelne kleine Landwirt hat relativ wenig Möglichkeiten, auf den Weltmarkt einzuwirken. Genauso wie der einzelne kleine Konsument kaum in der Lage ist, seinen CO2-Fußabdruck auf das notwendige Maß zu reduzieren. Aber jeder kleine Landwirt oder Landwirtin, jede Konsumentin ist ein Wähler oder eine Wählerin. Und ich denke, mit den positiven Narrativen schafft man eine konstruktive Minderheit, die den politischen Diskurs in eine Richtung mitframed und aus dem politischen Diskurs heraus, und da hat die Kunst dann auch eine Rolle wieder, entsteht eine Haltung von, wir wollen nicht, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Wir wollen sie anders haben. Wir wollen eine andere EU-Agrarpolitik. Wir wollen eine andere Verkehrspolitik in den Städten. Wir wollen andere Ernährungsgewohnheiten durch eine bessere Kennzeichnung von CO2 intensiven Agrarprodukten im Supermarkt. Und da könnte ich Ihnen noch ganz viele andere Beispiele nennen. Aber diese politischen Änderungen passieren in einer Demokratie und eigentlich auch in anderen autoritären Systemen nur dadurch, dass die politischen Kräfte gestärkt werden, die diese Änderungen haben wollen. Und da ist ein jeder und eine jede Einzelne gefragt, sich zu positionieren. Und ich glaube, dass es leichter fällt, die Menschen mit einem positiven Narrativ der Zukunft dahin zu bekommen, dass sie sich für die Zukunft entscheiden und nicht für die Vergangenheit als mit dystopischen Vorstellungen. Das erste gute Narrativ haben wir schon. Ein Wandel kann schneller gehen, als wir es je gedacht haben. Und jeder Einzelne kann diesen Wandel vorantreiben. Dankeschön, Herr Schneider. Herr Radatz, bevor wir nochmal zur Politik kommen, eine Dystopie, ein Schreckensszenario, um die Leute aufzurütteln, damit sie handeln, weil sie gesehen haben, wie schlimm es werden könnte? Oder braucht es eine gute Erzählung und was wirkt besser auf der Bühne? Also, ich habe mal vor Jahren, das ist jetzt viele Jahre her, versucht, so Geld einzuwerben für so Nachhaltigprojekte. Und immer wenn ich in einem Ministerium vorgesprochen habe, haben die gesagt, ja, das ist alles schön, aber auf keinen Fall was Apokalyptisches. Das war irgendwie ganz wichtig für die, dass das irgendwie alles so im Rahmen sein sollte. Naja, was haben Sie da geantwortet, Herr Radatz? Was haben Sie gesagt? Ja, wenn man Geld von Leuten haben will, dann lächelt man und sagt ja und überlegt sich so, was die eigentlich da für ein Problem mit haben. Aber ich wollte das jetzt nur mal sagen, diese Dystopie. Ich wäre heute auf jeden Fall, du damals auch keine machen, aber das war so der Tenor. Für mich ist, wenn ich mich frage, was kann denn Kunst dazu beisteuern, will ich zwei Sachen sagen. Aber das Erste, was doch ganz wichtig ist, was ich vorhin mit dem Banalen meinte, dass es irgendwie auch eine Qualität haben muss auf der Ebene der Texte, auf der Ebene der Darstellung, dass es sozusagen etwas anderes sein muss als diese Massenkultur, mit der wir täglich verschmutzt werden. Das wäre für mich schon mal eine symbolische Ökologie. Ja, und das Zweite ist, wenn man, natürlich ist es richtig, wir müssen positive Narrationen, also zum Beispiel auch Sie, Frau Busse, sind doch sehr auch im Bereich der Tierrechte unterwegs. Das ist ja auch ganz wichtig, dass wir auf so einer Ebene auch überlegen, das ist ja unmittelbar politisch letztendlich. Ja, wie müssen wir überhaupt das Recht neu denken für eine zukünftige kulturelle Transformation, dass bestimmte Objekte oder die heute als Objekte behandelt werden, in Zukunft auch einen Subjektstatus bekommen. Das kann die Kunst dann wiederum umsetzen, aber da muss auf vielen Fronten dran gearbeitet werden. Im Prinzip finde ich diesen Aspekt der Berührung
ganz zentral, um das als Letztes zu sagen, ohne dass ich auch immer genau weiß, was bedeutet das überhaupt. Also der Regisseur Dresen hat mal beschrieben, wie er eine Oper inszeniert hat und an einer bestimmten Stelle musste er immer weinen und er wusste nie warum. Das hat ihn sehr berührt und ich glaube, wir müssen zu solchen Momenten vielleicht von Naivität auch kommen, wo wir uns berühren lassen. Ja? Und da denke ich, trifft die Unschuldsvermutung dann auf uns zu. Vielen Dank. Wir schließen hier mit positiven, mit dem Bekenntnis zu positiven Resonanzen mit uns in der Welt und der Hoffnung, dass wir mit guten Narrativen diesen Wandel, den Herr Schneider beschrieben hat, auch schneller noch erreichen können und dass wir ganz viele Handlungsmöglichkeiten haben. Ich habe aber noch eine komplizierte Aufgabe zum Schluss jetzt aus dem Chat, nämlich die Frage, wie können wir denn jetzt das hier erworbene, das wissenschaftliche Wissen und auch die Erfahrung der Kunst, gute Geschichten mit guten Geschichten den Menschen zu erreichen, wie können wir das denn bitte in das Feld der Politik übertragen? Denn dort werden ja im Moment Entscheidungen getroffen oder eben nicht. Und wir sehen ja auch, so langsam tut sich was. Es gibt einen europäischen Green Deal, der sagt, wir wollen jetzt wirklich was ändern, schneller. Wir wollen das Pariser Abkommen einhalten. Wir erleben aber auch, Stichwort vielleicht jetzt Agrarpolitik oder Verkehrspolitik, eine Schwäche der politischen Institutionen, schnell genug auf diesen unfassbar notwendigen, umfassenden Wandel zu reagieren. Haben Sie am Ende noch ebenso gute Narrative, wie wir die Politik erreichen können und was die von Wissenschaft und Kunst lernen könnte? Wer mag? Also ich befürchte, dass das nicht so einfach ist. Also in der Sphäre der Politik habe ich den Eindruck, dass es ein richtig anstrengender Weg ist. Und die Kolleginnen und Kollegen, die da an vorderster Front immer wieder in der Politikberatung zugange sind, die können einem tolle Geschichten erzählen. Und das ist egal, ob das jetzt hier auf der Ebene der Landesregierung, der Bundesregierung in Deutschland oder der Europäischen Union ist. Das ist, glaube ich, schwierig. Ich habe so ein bisschen zwei Bilder dafür, die mir dazu einfallen. Das eine ist der schöne Satz von Albert Camus: Man muss sich Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Also ich kenne doch sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die seit über zwei Dekaden auf die Politik einreden sozusagen und die wissenschaftliche Erkenntnis, die schwer abstreitbar ist, in den politischen Prozess versuchen einfließen zu lassen. Und das ist ein unfassbar mühsames Geschäft. Es ist aber nicht so, dass es eine reine Sisyphusarbeit wäre. Tatsächlich bleibt ab und zu mal ein Kieselstein auch oben liegen. Also es geht voran, aber es ist unfassbar mühsam. Mir fällt auch ein, dass ich mal über die Geschichte der Frauenrechte gelernt habe und gelesen habe, dass das eigentlich immer ein Kampf war. Dass sowohl die Befreiung der Sklaven als auch zum Beispiel Wahlrecht für Frauen, Gleichberechtigung für Frauen in unseren heutigen Gesellschaften, die ja wir auch noch gar nicht vollständig erreicht haben, abgesehen davon, das ist eine Geschichte des Widerstands, des Kampfs, der Beharrlichkeit und das ist nicht etwas, wo plötzlich Gesellschaft und Politik so eine Welle von Einsicht gehabt hätten und dann hätten sich die Dinge einfach geändert. Nein, nein, das ist eine Geschichte von harter Arbeit von vielen Akteurinnen und ich gehe mal davon aus, dass die ökologisch-soziale Transformation und die damit einhergehende kulturelle Transformation ganz genauso einfach auch Pflicht bedeutet, ein hartes Stück Arbeit bedeutet. Bei allen positiven Narrativen, bei aller Zuversicht, das Ding fällt nicht vom Himmel. Das bedarf der beständigen Pflege und des beständigen Wirkens von vielen Menschen, die sich nicht desillusionieren lassen von den vielen kleinen Niederlagen, die sie auf diesem Weg ständig erleben. Vielen Dank, Professor Schneider. Professor Malinowski. Ich stimme Professor Schneider völlig zu. Genius war ja der Name des Titels und es ist eine unbequeme Wahrheit in der Politik und in einem
in Teilen der Wirtschaft. Und es wird gar nicht leicht werden, ein positives Narrativ zu etablieren. Aber wir müssen es einfach machen. Wir müssen die Menschen überzeugen, dass man Politiker braucht, die das Problem verstehen. Wir können nicht mit Politikern arbeiten, die sich allem widersetzen und der Meinung sind, das ist, stimmt alles nicht, dann brauchen wir bessere Politiker. Und Sie haben mit Ihrem Film It's Okay to Panic ja den Anfang dafür schon gemacht. Zum Schluss dieses Abends, am Ende unserer Diskussion, sehen wir ja noch eine Art Übersetzung in dieses Problem, über das wir geredet haben, in Kunst, in eine performative Lesung. Und die heißt Requiem für einen Wald. Und Frank Radatz, weil Sie daran beteiligt waren, vielleicht können Sie uns ein bisschen noch mehr erzählen, warum, wo wir doch von Herrn Schneider gelernt haben, dass wir unbedingt nach vorne schauen müssen, wir jetzt zurückgehen in die Zeit des Königs, des gottähnlichen Königs Gilgamesch und seines Verhältnisses zum Wald. Ja, also die Performance spannt den Bogen durch die Geschichte. Wenn man so will, ist dieses Gilgamesch-Epos eins der ersten Zeugnisse, historischen Zeugnisse, das wir auch haben. Und bezeichnenderweise geht es da schon um einen Tod eines Baumkönigs, was ja berät ist und was ja zu unseren aktuellen Problemen auch zählt. Mir ist das irgendwie ganz wichtig, dass wir sehen, es gibt auch eine Vertikale. Das ist jetzt nicht erst ein Problem, das sozusagen mit dem 20. Jahrhundert vom Himmel gefallen ist, sondern die Auseinandersetzung mit der Natur, der Landschaft, wie auch immer, und diese Bewältigung dieses Konflikts, gehört zum Urerbe der Menschheit. Und vielleicht haben sich heute praktisch unsere Möglichkeiten, also von der Spezies, der menschlichen Spezies her, sozusagen enorm technisch vervielfacht. So, wenn wir früher sozusagen einen Wald umgehauen haben, ist es heute der Weltwald, der zur Disposition steht. Deswegen komme ich auch nochmal am Ende auf die Weltesche der Germanen, aber mit einem ganz modernen Text zu sprechen. Und da denke ich, dass wir auch aus dieser ewigen Gegenwart, in die uns dieser Verfügungsraum geworfen hat, dass es praktisch vor uns nichts Relevantes gab und nach uns kommt die Sinnflut, dass wir auch da raus müssen. Wir sind also vertikal wie horizontal eigentlich mit dem Erdsystem, mit unserer Kultur und Erdgeschichte verwachsen und werden weiter mit diesen verwachsen müssen. Und die Mischung, das Entscheidende ist eigentlich die Mischung, dass zugleich aber auch Stimmen der Wissenschaft, der heutigen Wissenschaft, das Ganze wiederum kommentieren. Und da vielleicht gehört das auch zu den neuen Paradigmen dazu, auf einmal so Kultur und Wissenschaft an Punkten zusammenkommen, was noch vor 20 Jahren, glaube ich, vollkommen irrelevant gewesen wäre oder gar nicht vorstellbar, warum auf einmal Wissenschaftler auf der Bühne stehen sollen, wenn Schauspieler das doch alles viel besser darstellen können und dann emotionale Ausbrüche haben oder was auch immer. Aber diese Zeit ist, glaube ich, vorbei und dieses Neue, was wir betreten, das ist, dass da die Fühlen und Denken jetzt anders ineinander greifen müssen. Wir müssen eine neue Art des Fühlens entwickeln und aber auf der Höhe auch des Wissens, das wir haben über diesen Planeten und unsere Art, in diesem Universum zu existieren. Reicht Ihnen das so? Ja, ich hoffe, es reicht. Ich bin gespannt. Ich glaube, wir haben ja noch den Gilgamesch selbst und den Erzähler, der zu Wort kommt. Und dann werden wir sehen, ob es reicht, wenn wir gleich sehen, wie der Baumkönig in Gefahr gerät vor, ich glaube, das sind 5000 Jahre her. Und was uns das heute zu sagen hat, vielleicht mit Blick auf die Leute, die hoch oben in den Bäumen im Hambacher Forst und im Dannenröder Wald sitzen und versuchen, die Baumkönige dieser Wälder heute zu retten. Ich danke Ihnen ganz sehr, Herr Radatz und Herr Schneider und Herr Malinowski und auch Frau Kunz und Frau Eder für diesen Auftakt der langen, noch lange fortdauernden Diskussion über Kunst und Kultur und Nachhaltigkeit der Stiftung Genshagen. Und wir schließen den Auftakt heute Abend mit der performativen Lesung Ein Requiem für einen Wald vom Theater des Anthropozän. Thank you.
Gilgamesh and his comrade Enkidu stood at the edge of the cedar forest. Die performative Lesung wird nicht gedolmetscht, sie wird nur auf Englisch ablaufen. The immense height of their trunks. Then the eyes fell upon a clear grove, leading into the forest, and at its edge was a path upon which Rumbaba, the tree king and guardian of the forest, often walked and had trembled beneath his claws in ferocious onslaught. Enkidu grabbed his axe and cut down one of the divine trees. As the trunk fell, an angry roar sounded. Who came and felled the cedar? It was Humbaba himself who was speaking, his massive body covered with tree bark. Gilgamesh and Enkidu drew their bows and shot poisoned arrows at him, but they bounced off the king of the trees. His wooden claw grabbed the companion Enkidu and threatened to crush him. So Gilgamesh raised his battle axe and struck Natchez in Umbaba's scaly back, roaring with pain. The king raged, and the hero stepped back so as not to be crushed under the mighty limbs of the demon. Meanwhile, the skinful Enkidu had freed himself from Umbaba's firm grip. He pulled out his dagger, and with all his strength, he thrust it into the crowned head. The forest screamed, and resinous blood trickled out from Umbaba's forehead. It ran down the eyes and glued the lids together, blinding the king. Once more, Gilgamesh swung his battle axe and struck him. Humbaba, now blind and defenseless, staggered. The mountain trembled and the earth shook as the mighty tree king fell. Quickly, the nimble Gilgamesh jumped forward, and with thunderous strikes, he separated Humbaba's head from the wooden neck. The hero pierced the head on the tip of his hunting spear and carried it to the city of Uruk, where he was welcomed by the cheers of the crowd. But when he offered the trophy to the sun god, the king of Lebanon said with regret, "What drove you to this deed? He should have sat next to you, broken the bread you eat, held the jug you drink from. You should have honored him." It's burning everywhere right now. In the rainforest, in the cedar forest, in the redwoods, in our German forest. In recent years, forest fires have increased worldwide due to drought and heat waves, particularly in Europe. Through deforestation and destruction of habitat, 10,000 tree species worldwide are threatened to become extinct. That is every sixth tree species on Earth. Tree species are therefore more endangered by the man-made climate and nature crisis than other plants and animal species, of which every eight species is endangered today. This fact is really hard to understand because trees seem so robust to us. Each individual lives hundreds to thousand years, some even reach 10,000 years of age. The ancestors of the wooden trees evolved wood fiber over 300 million years ago, and wood makes trees very big and old because the wind cannot easily bend them and because very few animals can eat wood.
there are some insects, like the bark beetle and otherwise mainly fungi. Wooden trees over 150 million years ago built incredibly dense forests on land on the supercontinent Pangaea, which was positioned at the equator at that time. The primeval forest stored an enormous amount of carbon in the soil, eventually forming coal. Today, coal is still the second most important source of energy for mankind. But if we continue to use it, this coal, this extract of the former primeval forest, if we turn all back to CO2, and then we will heat the earth well over 4 degrees on average, with terrible consequences for people and forests and eventually all life on earth. As humans, we cannot eat wood, but we have been using wood for weapons and clothing, as building and heating materials since we were around. And the forests give us even more than this direct benefit, but we don't thank them for that. Forests stabilize the local climate and the water balance. They provide shade, shelter from rain and wind. They store CO2 and produce oxygen. They provide habitat and food for a huge variety of animals, plants, and microorganisms. Therefore, people have always liked to build their settlements near forests. During the last few million years, in the changing warm and cold periods of Earth, forests were repeatedly pushed back by glacier masses. But after the last ice age, over 10,000 years ago, a very mild, stable climate was evolving that was favorable for forests and people. Yet through the rapidly growing settlements and then cities, a struggle, a clash between forests and humans developed, which was reported in the oldest writings, such as the Gilgamesh epic, the Greek myths, the Old Testament, and the Edda. Disrespecting their storyline of hubris and nemesis, we still think we'd be winners if we push back the wild forest, if we slash, cultivate, and burn it. After the Industrial Revolution, only 50% of Earth's forest cover remained, and today it is only about 30%. More areas are currently being deforested than grown, and if so, mostly through unsustainable forestry. Half of our forests today are managed, and the really old wild forests, which can store the most CO2, which give habitat to the most diverse species, they make up less than 15% of the Earth's surface. In addition to deforestation, climate change is now increasingly the enemy of the forest. So our forest is really not doing well. In Germany, a third of our landscape is still covered with forest, but this is mostly young forest, monocultures. The most common tree species in Germany, the conifer, spruce, and pine, the deciduous trees, beech and oak, they really have a hard time. The droughts of recent years has led to the premature fall of the leaves and the clearing of the crowns. In the case of the spruce, mild winters favor the mass reproduction of bark beetles. The dying of trees is thus increasing. And every tree we lose worsens our carbon footprint. We use so much fossil fuel per year and person that each one of us would have to nurture 1,000 adult trees in order to neutralize one CO2 emissions. It is really time that we should protect and honor the wild forest. Hemlock, Grand Fir, Yellow Cedar, Douglas Fir. The canopy is a colander stippling the beetle-swarmed surfaces with specks of sun. For every large trunk, a few hundred seedlings huddle in the litter. Sod fern, liverworts, lichen, and leaves as small as sand grains stain every inch of the dank downed logs. The mosses are themselves as dense as thumbnail forests. A bit of bushwhacking reveals the extent of the prodigious rot. Crumbling, creature-riddled bolts decaying for centuries. Snags, gothic and twisted, silvery as inverted icicles. A fecund putrefaction. The sheer mass of ever-dying life packed into each single cubic foot.
woven together with fungal filaments and dew-betrayed spiderweb leaves you woozy. Mushrooms ladder up the sides of trunks and terraced ledges. Dead salmon feed the tree. Soaked by fog all winter long, spongy green stuff that can't be named covers every wooden pillar and thick base. Death is everywhere, oppressive and beautiful. Our kind will always dread these close choke thickets, where the beauty of solo trees gives way to something masked, scary, and crazed. There are things in here worse than wolves and witches. Primal fears that no amount of civilizing will ever tame. The trunk of an immense western red cedar. It reeks of incense. The top has sheared off, replaced by a candelabra of branches, promoted to standing trunks. A grotto opens at ground level in the rotted heartwood. Whole families of mammals could live inside it. But the branches, 1,000 years on, drooping with scaly sprays, 12 stories high, are still crammed full of combs. Long life maker, thank you for the baskets and the boxes. Thank you for the cradles, the beds, canyons, paddles, poles, logs, posts, the rot-proof shakes and shingles, the kindling that will always light. Thank you for the tools, the chests, the decking, the clothes closets, the paneling. I forgot. Thank you for all these gifts that you have given. We're sorry. We didn't know how hard it is for you to grow back. Hello, my name is Meitin Shi. I'm very happy to be here today. Actually, I'm a kindergarten teacher in Kreuzberg, and this is not an easy job. Seven years ago, love brought me here to Germany. Originally, I come from China, from Anyi, that is in the province Jiangxi. Close to my hometown, there's a little village, Liuzhen. It has a tree, which is 1,000 years old. The trunk has a width of almost 4 meters. The people there say, if you walk around the tree for 10 times, then you can make a wish. Last time when I was there, I did so. But what I wished for, I will not tell you. Chinese people love trees and meadows, so there are a lot of poems and stories about them. Some time ago, I read a book, The King of Trees by A Chen. In this book, there is a big forest which is burned down. The trees are burning and flying in the air and falling back onto the earth. The people, they are running to the scene, watching
the flames. They see animals, a deer, which is in panic and jumps around between the flames. This story made me very sad. Every time when I'm sad, I will sing. There's a lead which has touched me a lot. It's about searching a tree. Don't ask me where I come from. My homeland is far. Why do I wander around? Because of the birds in the sky. Because of the stream that flows through the valley. And because of the endless meadows. That's why I wander around. And also because of the tree I have seen in my dreams. Thank you.
Everything is interconnected. This sentence by Alexander von Humboldt is one of the first sentences that allows us to get the Earth system as a fully interconnected system. So Alexander von Humboldt was one of the first who managed to describe the Earth as an interconnected system, with humanity and nature being part of the very same system. Today, when we discuss the Earth system, we talk about different spheres: the atmosphere, the biosphere, the hydrosphere, and then we could consider humanity as part of the biosphere, but we can also say, no, it's the anthroposphere. We might even, since the Industrial Revolution, talk about the technosphere, which is shaping part of the Earth system. There has been an effort with the United Nations to set up 17 Sustainable Development Goals. Those are reflecting these subsystems. And following those 17 Sustainable Development Goals of the United Nations would allow us to navigate through the 21st century, hopefully making the world a better world. Two of those Sustainable Development Goals refer to life on Earth and to climate action. Those two are also reflected in what is called the Global Planetary Boundaries. This set of 9 boundaries are subsystems where, if humanity steps over the limits, we might endanger the way we are living on the planet. We have been living on the planet for the last thousands of years. So whether it's climate change or biodiversity integrity, those two which are reflected in the Sustainable Development Goals, whether one of these is more endangered than the other, it doesn't really matter, because all of those subsystems, atmosphere, hydrosphere, biosphere, technosphere, they are interconnected in a complex and non-linear way, and its single compartments are interconnected to other compartments in the other subsystems. So there is no way how humanity could survive without forests. And it is clear that as long as there are humans on Earth, we will make use of the forest. So what is the role of forests then, for example, for the question of climate stability? Forests are the major stock of carbon on Earth, in the terrestrial part of the Earth at the least. Maybe it's also the soils. But if you clear the forest, what follows is the degradation of soils. So after losing the carbon stock of the forest, you will lose the carbon stock of the soils just as well. At least this is for major parts of the Earth, the story that would evolve.
So taking care for the forests on Earth is part of taking care for the global planetary boundaries, and it's also an integral part of taking into account the United Nations Sustainability Development Goals. How could we care about forests? Obviously, those primary forests that we are still having, we should try to keep them. We should have as much natural conservation as possible, because this is where the hotspots are of biodiversity. That's where the most species are found and where we need to protect them. On the other hand, we can use forests. There is actually not a single scenario that is not using biomass as a possibility to counteract for the carbon dioxide emissions in the 21st century if we would want to stay below those 1.5 degrees of global warming as has been negotiated in the Paris Agreement. If we want to do this, we need biomass, we need trees, we need the forest to capture carbon back from the atmosphere and to help us bring atmospheric levels to something that allows us for a decent climate path into the 22nd century. How can we do this? We could actually cut trees after planting them and having them grown for a longer period, and then take the wood and put it underneath somewhere in some old mines, so that the carbon is put aside, stored aside, just as we have been doing over millions of years with the forests that have been at that time in geological periods. Or, and I think this is much more efficient, we could take this wood and build houses from it. We can even think about wooden houses in the metropolitan areas of industrialized countries. Why not? We would save a lot of cement. And the concrete is one of the major factors for the emission of carbon dioxide. So trying to substitute concrete with wood is a very efficient way, actually, to use the managed forest, not as a resource just for burning, but as a building material. By this, we would get a better balance of the carbon dioxide stocks between the biosphere, the atmosphere, and the anthroposphere. So maybe take this with you as a possibility to keep the planetary boundaries as a concept, making your way through the Sustainable Development Goals, preserving the pristine natural forests that there are in those parts of the world where they still exist, and using forests on managed land to make the best out of it for a common future. As you probably know, people have always tried to make sense of the creation of the world, of its structure, and of its end. The result is a multitude of perspectives, many different explanations of the world, which have a lot in common. For example, the fabric of infinity, creation, and the end of the world, also called the apocalypse, form the temporal framework of our existence. There is also a moral framework, good and evil, below and above, heaven and hell, God and devil. They are in conflict, fighting for supremacy. The terrible consequences can be seen in the history of mankind. The Nordic people
suggested a particularly interesting explanation. It is found in the Edda, written in the 13th century. The gods once planted a world tree, a huge ash tree called Yggdrasil, which when fully grown, makes up the whole cosmos. A tree is a fractal being. It follows the geometry of self-similarity. The trunk develops itself into strong branches. These branches develop into thinner branches, and in turn to thick twigs, which reach out into thin twigs and to the leaves. The same fractal principle is used to construct the roots, which are a kind of underground crown. Numerous animals are living in the world tree. For example, 4 deer in the crown. Also, a clever, nameless, but unfortunately broken-winged eagle, between whose eyes a hawk is sitting, which occasionally flies out to provide the eagle with new visions. Under the ground, a dragon called Nidhugg-Ur bites and claws at the roots of the ash tree. It also poisons the groundwater from which the world tree draws its strength. One is led to understand that the eagle is the principle of good, the dragon is the principle of evil. Between these two powers, a squirrel hurries back and forth across the trunk. Ratatosk, Drilltooth, delivers eagle's insults and threats to the dragon, and upon return, brings the dragon's slander back to the eagle. Meanwhile, for the ash tree, things are getting worse and worse. How much longer will it be able to stand there? They say the trembling of the tribe heralds the end of the world. One day, the tree may fall in a mighty storm and bury everything beneath itself. For Yggdrasil, the world tree, certain life forms are much more dangerous than others, such as the bark beetles, which excavate their tunnels everywhere between the bark and the trunk. The bark beetle lives in all possible places of the trunk, below, in the middle, above. It doesn't know the difference between good and evil. It has almost no horizon because it can only just see as far as the next chamber. It's a good place to live between tree and bark, a real comfort zone. The single bark beetle is completely harmless in itself. It is dangerous only when it appears by the thousands. The fallen tree offers a solid basis to life for quite some time. Even in a flood, even at the end of the world.
Liebe Beteiligte und Gäste unserer Auftaktveranstaltung Kultur und Nachhaltigkeit. Ich danke Tanja Busse, auch Sabine Kunz, die schon nicht mehr bei uns, Schliemann Malinowski, Frank Radatz und Christoph Schneider für ihre Beiträge und die Moderation, für diesen anregenden interdisziplinären Austausch, der ein wunderbarer Auftakt für unser Projekt Kultur und Nachhaltigkeit ist. Ich danke den Theaterleuten für ihren Film und ich danke den Dolmetscherinnen, die uns geholfen haben, uns zu verstehen. Und ich danke Ihnen allen da draußen in der Welt für Ihr Interesse. Nächste Woche, am 21. Oktober, erwartet Sie auf unserer Webplattform ein Gespräch zwischen beiden Schriftstellerinnen Katrin Rögler und Cecil Weißbrot. Und schon jetzt können Sie auf der Webplattform in der virtuellen Galerie gemeinsam und allein Kunst zum Thema entdecken. Dort finden Sie auch den mehrfach erwähnten Film mit Szymon Malinowski, It's Okay to Panic. Ich freue mich, Sie bald wiederzusehen. Vielen Dank. Bis bald.